meine sehr geehrten Damen, ich sage aber auch meine sehr geehrten Herren, es sind immer noch zu wenige, aber das wird noch in den nächsten Jahren, hoffe ich doch. Wir heißen Sie ganz, ganz herzlich willkommen hier im Bayerischen Landtag. Wer sind wir? Ich darf ganz kurz vorstellen, ich glaube, viele, viele von Ihnen kennen Sie, unsere Sozialpolitikerin, auch aus dem pädagogischen Comment Doris Rauscher, Mitglied der SPD-Landtagsfraktion. Liebe Doris. Und hoch erfreut, wie ich ihn jetzt auch gerade gesehen habe, wie er die Treppe rauf kam, Markus Rindersbacher, unser Fraktionsvorsitzender hier im Bayerischen Landtag. Lieber Markus, schön, dass auch du da bist. Und als ich die Treppe vorhin hochkam und sie alle sah, im Gespräch vertieft, ein bisschen hin und her wechselnd, fühlte ich mich ein wenig zurückversetzt. Vor 18 Jahren, 1999 rum, bin ich aus Frankreich zurückgekommen. Ich war nach meinem Studium mehrere Jahre dort. Ich kam zurück mit zwei kleineren Exemplaren unserer Familie, Paul damals 3 und Hannah 6 Wochen alt. Ich bin hierher gezogen, wieder nahe bei München, Neubiberg, und war von Frankreich mit einer Selbstverständlichkeit hierher gezogen. Ich ging ins Rathaus und fragte den Herrn dort: Sagen Sie mal, wo finde ich denn die nächste Kinderkrippe? Und dann, da lachen Sie schon, dann guckte mich, also ein schrecklich sympathischer älterer Herr, ich habe den nachher gut kennengelernt, ich sage Ihnen auch warum. Dann sagte der zu mir: sowas brauchen wir hier nicht. Weil wenn die Frauen frei haben, gehen sie eh nur shoppen. Und Sie können sich vorstellen, ich war arbeitend. Und ich liebte meine Kinder, ich liebte meine Arbeit, wohne in einer Metropolregion, die definitiv nicht einfach zu bezahlen ist. Und ich wollte und musste arbeiten und war sowas von baff über diese Antwort, ging erbost aus diesem Rathaus hinaus und traf dort eine ehrenwerte Kollegin der SPD, Johanna Rumschöttl, die damals in Neubiberg, in meinem Heimatort, für die SPD als Bürgermeisterin kandidierte. Sie wurde später auch Landrätin. Die hat 6 Kinder. Zu der bin ich hin und habe gesagt, so geht das nicht. Und daraufhin war mein Weg in die Kommunalpolitik vorgezeichnet. Und ich glaube, bei Doris Rauscher war es nicht viel anders. Also insofern finden Sie hier, glaube ich, nicht nur Fachpolitiker, sondern auch von der persönlichen Erfahrung Menschen, die Ihnen sehr, sehr nahe stehen und die sehr genau wissen, was Sie leisten. Sie sind Menschen, die in ihrer täglichen Arbeit für andere Menschen da sind. Sie versorgen, ihnen zusprechen und bei wichtigen Erfahrungen zur Seite stehen und vor allen Dingen anderen, und mögen sie noch so klein sein, Horizonte eröffnen. Und das, was Sie tun, ist in meinen Augen mit einer riesigen Verantwortung verbunden. Würde ich jetzt in einer politischen Wahlveranstaltung stehen, käme jetzt der Satz: Das, was Sie tun, ist 1000-mal mehr wert als das, was Finanzjongleure an Börsen tun. Und das meinen wir so, weil Sie eine Verantwortung tragen, die enorm ist und die bedeutet etwas für die Zukunft derjenigen, die Sie begleiten. Und ich weiß auch, ich bin Naturwissenschaftlerin, empirisch, das funktioniert. Meine beiden Exemplare sind inzwischen 18 und 21 und sie sind selbstbewusst. Sie haben sich verdammt gut entwickelt. Und wenn ich den Paul frage, der inzwischen 21 ist, was ist ein fauler Hund? Das habe ich aber nie gesagt. Wenn ich den frage, was war deine beste Zeit? Dann werden Sie sich nicht wundern, was kommt. Der Kindergarten. Und er hat heute noch Kontakt. Und insofern wissen Sie am allerbesten, was Kinder brauchen. Und Sie wissen vor allen Dingen, was für eine Umgebung die Kinder brauchen und welche Umgebung Sie brauchen, damit Sie diese Arbeit machen können. Und deswegen sind wir so dankbar, dass Sie heute hier sind, damit wir nachher mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Denn meine Erfahrung, und ich denke auch die Erfahrung hoffentlich von vielen politisch Verantwortlichen, ist, dass Menschen die meiste Wertschätzung für ihre Arbeit empfinden, wenn sie die richtigen und die guten Rahmenbedingungen können, um diese Arbeit zu leisten. Und das ist die politische Verantwortung, die wir zu tragen haben. Im Moment ist es eine spannende Debatte, was auch Ihr Berufsfeld betrifft, in meinen Augen. Es gibt ein Wort, worüber
vor allen Dingen Politiker am meisten reden, die Menschen vielleicht noch ein bisschen weniger, das Wort Digitalisierung. Alle reden ja im Moment in der Politik über Digitalisierung. Wenn Sie jetzt jemanden ganz normal auf der Straße fragen, was ist denn Digitalisierung, dann können die das gar nicht so formulieren. Es ist eher so ein Druck, der sich breit macht. Und es ist das Gefühl, dass vielleicht mal eine Maschine meinen Job übernehmen könnte. Was da jetzt langsam hochkommt, ist noch ein anderer Gedanke. Und der ist vielleicht schon lange, lange überfällig. Viele Menschen merken, dass der Dienst am Menschen, das heißt der Beruf, der mit den Menschen zu tun hat, mögen sie alt sein, mögen sie ganz klein sein, den wird niemals eine Maschine übernehmen können. Und deswegen ist es in meinen Augen eine interessante Stunde der politischen und gesellschaftlichen Diskussion, wo wir sind. Wenn wir es richtig anstellen, dann bekommen wir es endlich hin, was schon längst überfällig ist, dass die sozialen Berufe in einer Anerkennung in der Gesellschaft nach oben kommen und vor allen Dingen aber auch in der Bezahlung endlich in den Köpfen ankommt, das, was Sie tun, wertvoller geht es eigentlich für unsere Gesellschaft kaum. In dieser Debatte müssen wir aber noch auf etwas Zweites enorm Acht geben, was wir auch ein manches Mal im Moment erleben, dass das, was Sie beruflich tun, unsere Jüngsten im Prinzip fit machen für die Zukunft, dass das nicht ausgespielt wird gegen diese angebliche Diskussion, das sei nur Betreuung. Nein, das, was Sie tun, ist nicht nur Betreuung, sondern ich habe es ja an meinen beiden eigenen erlebt, an den beiden, an Paul und Hannah. Das, was Sie denen mitgeben, den Kleinen, ist Bildung. Und es ist bewiesenermaßen so, wenn Kinder in eine Kita gehen oder in einen Kindergarten, dann haben sie später mal bessere Chancen. Das spricht aber niemandem zu Hause irgendetwas ab, sondern es zeigt vielmehr das, was Sie drauf haben. Und insofern darf ich Sie heute darum bitten, dass wir nicht nur über Quantität reden, wie viele Kitas wir brauchen und wie viele Erzieherinnen und Erzieher, sondern vor allen Dingen geben Sie uns Ihre Erfahrungen und auch Ihre Wünsche und auch durchaus Ihre Sehnsüchte, die Sie haben in Bezug auf Ihren Beruf und was Sie erwarten, dass wir für Sie auch tun und was Sie brauchen, damit Sie Ihren Job in Zukunft so machen können, dass diese Gesellschaft eine starke Gesellschaft ist und dass die Jungen eben, die auch zu uns kommen und hier integriert werden müssen, dass wir das schaffen als Gesellschaft, dass wir uns eben nicht auseinandertreiben lassen. Und wir möchten mit diesem Empfang nicht nur in den Austausch mit Ihnen gehen, sondern wir wollen Ihnen vor allen Dingen auch wirklich danken. Und wir wollen unsere Wertschätzung Ihnen entgegenbringen. Und wir sind Ihnen auch so dankbar, dass Sie diese Einladung heute angenommen haben. Bei uns die Hauptarbeit in diesem Bereich, auch was frühkindliche Pädagogik betrifft und Erzieherinnen und Erzieher, das ist Doris Rauscher. Und Doris Rauscher wird jetzt gleich im Anschluss an meine kurze Begrüßung ebenfalls das Beste für unsere Jüngsten ansprechen. Sie wird unsere Positionen als SPD-Landtagsfraktion darlegen. Hören Sie sich's genau an. Kommen Sie dann nachher auf uns zu und tauschen Sie sich auch über unsere Positionen aus. Es kann ja auch mal sein, dass Sie sagen, nee, bei dem einen liegen Sie nicht ganz richtig. Korrigieren Sie das vielleicht ein bisschen. Ich habe das Gefühl, da könnten Sie ein bisschen was anderes noch hineinschreiben. Und es gibt eine Änderung im Vergleich zu dem Programm, was Ihnen zugekommen ist. In der Einladung stand, dass Herr Professor Sell von der Hochschule Koblenz einen Vortrag halten wird. Er musste leider, wie es im Moment bei vielen ist, krankheitsbedingt absagen. Aber es ist uns gelungen und es ist eine große Freude, dass Frau Dr. Zach von Verdi kurzfristig zusagen konnte. Schön, dass Sie da sind, Frau Zach. Und wir freuen uns sehr nachher auch auf Ihre Impulse. Herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle, Frau Dr. Zach. Damit darf ich mich bedanken. Ja, ich werde mich auch bedenken. Ich darf mich bedanken bei Ihnen. Ich freue mich jetzt auf die Worte, denen ich noch ein bisschen folgen kann. Dann muss ich leider weg. Ein bisschen jagt uns der bayerische Landtagswahlkampf. Aber ich denke, Sie haben wunderbare Ansprechpartner mit Markus Rindersbacher und Doris Rauscher. In diesem Punkt darf ich dir, liebe Doris, das Wort übergeben. Dankeschön.
Ja, liebe Natascha, vielen Dank für deine Begrüßung und deine einstimmenden Worte. Ich weiß, es war klar, dass du nicht sehr lange bleiben kannst, aber dass du dennoch gekommen bist, damit signalisierst du, dass dir und uns der Bereich der Kindertagesbetreuung einfach wichtig ist, dass uns ganz besonders auch die Lebensrealität der Familien, aber vor allem auch die Lebensrealität der ganzen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen sehr am Herzen liegt. Also danke, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, als Abgeordnete, als sehr geschätzte Kollegin von mir, aber auch als unsere Spitzenkandidatin für den Landtagswahlkampf, für die Landtagswahl am 14. Oktober. Also herzlichen Dank nochmals, dass du da bist. Natascha hat auch schon unseren Fraktionsvorsitzenden begrüßt, den Markus Rinderspacher. Für mich, ich erlebe ja viele Veranstaltungen und wir sind alle immer sehr bemüht, nach Möglichkeit auch bei den Veranstaltungen anwesend zu sein, aber dass sich gleich unsere Spitzenkandidatin und der Fraktionsvorsitzende für heute Zeit genommen haben, das zeigt wirklich, dass es kein unwichtiges Thema ist. Also das drückt auch Wertschätzung Ihnen gegenüber und auch mir gegenüber aus. Liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Kita-Leitungen, liebe Kita-Teams, lassen Sie mich Sie auch heute nicht nur als Abgeordnete, sondern irgendwie gefühlt schon auch als Kollegin begrüßen. Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele heute wieder zu unserem zweiten Erzieherempfang hier in den Bayerischen Landtag gekommen sind. Sie alle bringen zum Ausdruck, dass sie nicht nur irgendeinen Job ausüben, sondern dass ihnen die Arbeit mit Kindern ganz besonders am Herzen liegt. Auch nicht nur, wie Natascha Kohnen es vorher schon angesprochen hat, um Kinder irgendwie unterzubringen, sondern ihnen das Beste in diesem zarten Alter als Basis für ihre Entwicklung mit auf den Weg zu geben. Und wir sind heute so viele. Wir haben 450 Anmeldungen bekommen. Wir sind so viele, dass wir gar nicht alle hier in dem Senatssaal Platz finden konnten. Wir mussten ausweichen in den Plenarsaal nebenan. Ich winke jetzt einfach mal nach nebenan und hoffe, dass Sie uns alle sehr gut hören können und Sie sich nicht zu sehr abgekoppelt fühlen. Aus feuerschutzrechtlichen Gründen dürfen wir hier einfach nicht mehr rein. So ist es, aber nachher zum Austausch finden wir uns alle wieder im steinernen Saal. Es war uns ganz besonders wichtig, niemanden abweisen zu müssen. Und es war mir wichtig, mit Ihnen allen heute auch irgendwie zusammenkommen zu können. Es ist ja auch ein großer Wert für mich als Politikerin. Und ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht und Sie sich auch ein bisschen verwöhnt fühlen. Ich möchte ganz persönlich mit meinen Wortbeiträgen Ihnen auch mein Dank und meine Wertschätzung aussprechen. Es sind hier heute unter Ihnen einige mir sehr vertraute Gesichter. Es sind eine ganze Reihe von ehemaligen Leiterinnen aus meiner Zeit, vor meiner Zeit hier im Bayerischen Landtag hier. Es ist ein ganzer Schwung von Erzieherinnen und Erziehern aus meinem Heimatlandkreis Ebersberg da. Das freut mich auch ganz besonders. Und es ist sogar eine unter Ihnen, die ich schon besonders lang kenne, mit der ich vor 30 Jahren gemeinsam meine Erzieherausbildung gemacht habe. Also diese langen Kontakte sind auch nach wie vor nicht nur persönlich, sondern auch politisch für mich von großem Wert. Und es sind viele unter Ihnen, mit denen ich, seitdem ich Abgeordnete bin, immer wieder im Austausch bin, immer wieder per E-Mail oder auch im persönlichen Gespräch. Also der Draht quasi von draußen nach drinnen und umgekehrt, der funktioniert wunderbar. Und es sind auch einige unter Ihnen, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen. Ja, wir alle sind hier, um etwas zum Besseren zu wenden. Und es sind
in erster Linie pädagogische Fachkräfte da, aber es sind auch Vertreterinnen und Vertreter von Trägerseite da. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber Frau Helfritsch müsste, hallo, Frau Helfritsch müsste da sein, die ich auch schon sehr lange auch noch aus IFP-Zeiten kenne, freut mich sehr. Es ist Veronika Ertl vom Evangelischen Kita-Verband da, Frau Helfritsch vom Katholischen Kita-Verband. Es sind Vertreter der Caritas und der AWO da, also sehr schön, dass auch Trägervertreter hier mit anwesend sind. Ja, wie Natascha Kohn schon gesagt hat, eigentlich wollte ich sehr, sehr herzlich heute auch Professor Dr. Stefan Sell begrüßen, den ich vor vielen Jahren mal auf der Didakta in Köln kennengelernt habe. Und er hat mich als Sozialwissenschaftler sehr beeindruckt und er erhebt ja immer wieder auch, sag mal so für unser Berufsfeld, auch sehr kritisch die Stimme. Und es hat mich so gefreut, dass er gesagt hat, er würde heute zum Erzieherempfang kommen. Und der Termin war schon ganz lang vereinbart, die Vorbereitung stand. Und dann kam vorgestern Mittag der Anruf, dass ihn anscheinend richtig die Influenza erwischt hat. Also der liegt sowas von flach im Bett, dass sein Arzt gesagt hat, was nach München, das können Sie gleich vergessen. Und so gesehen haben wir ein bisschen umgeschwenkt. Ich versuche jetzt ein bisschen, was ihm wichtig gewesen wäre, zu äußern, mit in meinen Beitrag zu packen. Und Frau Zach war vor 2 Jahren schon zum Erzieherempfang hier. Ich finde es jetzt auch kein Lückenfüllen, sondern wirklich einen sehr wertvollen Ersatz auch zum heutigen Empfang. Ja. Danken möchte ich auch, jetzt sind Sie wegverschwunden, da sitzen Sie, der musikalischen Umrahmung, damit Sie wissen, mit wem Sie es in der musikalischen Art zu tun haben. Das ist Wolfgang Gerrer, John Brunten und David Roberts. Also vielen Dank, dass ihr uns heute mit ein bisschen Jazz verwöhnt. Der Rahmen ist gleich immer noch schöner, wenn man ein bisschen Musik dazu kriegt. Und danken möchte ich an dieser Stelle auch ganz herzlich all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionsgeschäftsstelle, denn ihr habt wieder diesen wunderbaren Empfang vorbereitet. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Maria Montessori hat einmal gesagt, die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren. Sie alle fühlen diese Aussage jeden Tag aufs Neue mit Leben, denn Sie sind es, die in unseren bayerischen Kinderkrippen, Kindergärten, Horten und Kinderhäusern genau die Umgebung schaffen, in denen Kinder die Welt entdecken können, ihre Stärken und Talente kennenlernen und sich zu kleinen Persönlichkeiten entwickeln können. Sie alle begleiten unsere Kinder auf diesem Weg, als erste Bezugsperson oftmals außerhalb des Elternhauses, mit Blick auf das einzelne Kind, seine Bedürfnisse, seine Begabungen, in Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, im Rahmen frühkindlicher Pädagogik, die die unverzichtbare Basis schafft, auf der Entwicklung und spätere Bildung aufbauen kann. Am heutigen Nachmittag möchten wir als SPD-Landtagsfraktion Ihnen für Ihr Engagement für die Jüngsten in der Gesellschaft und für Ihren Einsatz unter oftmals ja wahrlich nicht einfachen Rahmenbedingungen danken. Zum anderen wollen wir, wie auch schon angekündigt wurde, von Ihren Erfahrungen profitieren, von Ihnen hören mit offenen Ohren, wie es bei Ihnen denn im Alltag so ausschaut. Wir möchten von Ihnen Anregungen und Ideen und nicht zuletzt ganz konkrete Forderungen auch, was sich im frühkindlichen Bereich zum Besseren ändern müsste. Wir freuen uns auf den Austausch und nach dem einen offiziellen Teil gibt es dann den weiteren offiziellen Teil, in dem auch Sie zu Wort kommen dürfen. Liebe Gäste, die ersten Jahre unserer Kinder und die Rolle der Kindertageseinrichtungen haben sich in der Wissenschaft, in der gesellschaftlichen und auch in der politischen Debatte in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Bildungsauftrag der Kitas wurde in Bildungsplänen festgeschrieben. Eltern legen Wert auf kindgerechte und hochwertige Angebote. Anders als früher ist es heute eine Selbstverständlichkeit, sein Kind in eine Kindertageseinrichtung zu geben und zu wissen, dass sie dort gut betreut und gefördert werden. Dafür braucht es das Beste und die Besten für die Jüngsten. Denn die Erfahrungen, die Kinder hier in ihren ersten Lebensjahren bei Ihnen machen, die prägen ihr ganzes Leben.
Sie entscheiden mit über die Bindungs- und Beziehungsfähigkeit der Kinder, über ihre sprachliche Entwicklung, über ihre psychische Stabilität und nicht zuletzt auch über ihren schulischen und zum Teil ihren beruflichen Weg. Um unseren Kindern den bestmöglichen Start zu ermöglichen, brauchen wir die höchstmögliche Qualität in Kindertageseinrichtungen. Denn nur so können wir das feste Fundament für diese gelingende Entwicklung auch legen. Damit nimmt der Beruf der Erzieherin oder des Erziehers plötzlich einen ganz anderen, einen weitaus höheren Stellenwert ein, als das früher noch der Fall war. Leider sind wir in einigen Regionen Bayerns, ich glaube eigentlich fast in allen Regionen Bayerns, aufgrund der knappen Personalressourcen und der fehlenden guten Rahmenbedingungen nach wie vor, ich traue mir zu sagen, weit davon entfernt, die qualitativ hochwertige Arbeit, die wir uns alle hier wünschen, auch in der Praxis umzusetzen. Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft hier immer weiter auseinander. Oder wie Professor Sell an dieser Stelle gesagt hätte, Kitas zwischen Sonntagsreden und unmöglicher Praxis. Sie als Fachkräfte in unseren Kitas erfahren diesen Spagat ja täglich am eigenen Leib. Ein paar Beispiele. Der Anspruch ist ja, jedem Kind gerecht zu werden. Jedes Kind soll sich entfalten können, jedes Kind soll individuell wahrgenommen werden. Die Realität, Sie kennen sie, ist gar nicht so einfach, wenn die Zeit dafür knapp ist und der Personalschlüssel eng. Besonders dann, wenn einzelne Kinder noch mehr Zuwendung brauchen als andere. Wenn die Kleinen ein Handicap mitbringen, wie das bei immer mehr Kindern auch der Fall ist. Man spricht von durchschnittlich 20% aller Kinder in der Kita bringen einen besonderen Förderbedarf mit. Wenn sie aus Brennpunktfamilien kommen oder vielleicht eine Fluchterfahrung hinter sich haben, auch die Erfahrung machen sie mit Sicherheit in ihrer Praxis. Auf diese besonderen Bedürfnisse eingehen zu können, erfordert, beschönigend gesagt, halt ein gutes Zeitmanagement und viel Engagement. Oder anders ausgedrückt, es ist ein täglicher Kraftakt. Weil es im Freistaat hier bei uns in Bayern leider nach wie vor an einem Personalschlüssel mangelt, der den wissenschaftlichen und pädagogischen Anforderungen gerecht wird. Ihre tägliche Erfahrung, sagt es Ihnen, und auch zahlreiche Studien belegen es inzwischen. Bayern ist bei der Personalausstattung lediglich im Mittelfeld unterwegs. Die Bertelsmann Stiftung zeigt, 59% der Krippen haben einen schlechteren Anstellungsschlüssel als von den Wissenschaftlern empfohlen. Bei Kindergärten sind es sogar 61%. Dabei liegt es doch eigentlich auf der Hand. Kitas sind Bildungseinrichtungen, Natascha Kohnen hat es vorher auch schon betont, die eben auch nur dann eine hochwertige Begleitung und Bildung leisten können, wenn ausreichend pädagogische Kräfte im Haus sind. Und natürlich auch die pädagogische Qualität stimmt, aber davon gehe ich bei Ihnen jetzt einfach mal aus. Aber selbst Fortbildungen können nur dann besucht werden, wenn genug Personal im Haus ist, denn sind wir mal ehrlich, es fehlt ja eh meist irgendjemand, sei es wegen Krankheit, wegen Schwangerschaft, zwar ein sehr schöner Grund, aber wegen Biostoffverordnung. Sie kennen die Ergebnisse, sind Schwangere einfach oft auch von heute auf morgen weg. Sei es wegen Krankheit oder Anleitertreffen, Kooperationstreffen mit der Grundschule, Elterngespräche oder eben auch Fortbildungen. Wie schnell sind Sie da? Vielleicht haben Sie sich schon mal ausgerechnet bei einem realen Personalschlüssel von 1:18. Für einen Anstellungsschlüssel von 1:8, wie er von Experten empfohlen wird, bräuchten wir in Bayern zum Beispiel heute schon zusätzliche 11.500 Fachkräfte. Das wäre, finde ich, auch nicht die Kür, sondern das wäre eigentlich die Pflicht, damit Sie eine solide, hochwertige pädagogische Arbeit leisten können. Ein weiterer Anspruch, hochwertige Bildungs- und Betreuungsarbeit, die im Rahmen der Arbeitszeit gut vorbereitet, durchdacht und konzipiert ist.
aber vielmehr ist Fakt in der Praxis, dass die pädagogische Vor- und Nachbereitung doch entweder im Feierabend stattfindet oder vor Arbeitsbeginn, weil es keine festen Zeitkontingente im Rahmen der Arbeitszeit gibt oder eben der Personalmangel herrscht und deshalb die ermöglichte Vor- und Nachbereitung nicht genommen werden kann. Keinem Lehrer würde man zumuten, dass er in Vollzeit 40 Stunden am Schüler arbeitet und sich am Abend oder frühmorgens auf den Unterricht vorbereitet. In der frühkindlichen Bildung, und das ist auch richtig so, also ich will da kein Gegeneinander ausspielen, aber es ist einfach nur eine Feststellung, was Ihnen da auch zugemutet wird. In der frühkindlichen Bildung sieht das aber überwiegend ganz anders aus. Man ist eben in Vollzeit am Kind, und die Vor- und Nachbereitungszeit und alle weiteren Arbeiten, die erforderlich sind, werden irgendwie von der Zeit am Kind abgeknapst oder erfahren eine untergeordnete Stellung. Unser Anspruch ist unter anderem auch, dass unsere Kinder ein gesundes Mittagessen bekommen. Die Realität ist auch da ganz anders. Das Mittagessen wird oft nebenbei zubereitet, oftmals sogar von pädagogischen Fachkräften. Es gibt keine hohe Qualität, es gibt auch nicht die Räumlichkeiten, um eine entsprechende Tischkultur in der Einrichtung zu etablieren. Da sind wir an dem Punkt, dass unter anderem auch das ganze Raum- und Finanzierungsprogramm überarbeitet werden muss. Es kann nicht sein, dass die Küchenarbeit von Pädagogen mitorganisiert wird. Wir bräuchten eine Refinanzierung von Hauswirtschaftskräften. Auch da schauen wir derzeit noch mit dem Ofenrohr ins Gebirge, leider. Wir haben auch den Anspruch, ich sage mal wir als SPD-Landtagsfraktion, dass Leitungen die Manager der Einrichtung sein sollen und auch sein können. Denn sie organisieren ihre Teams, haben Personalverantwortung, sie vernetzen die Kita mit anderen Einrichtungen, sie führen Elterngespräche, beraten Kolleginnen fachlich, haben Qualitätsstandards einzuhalten und sicherzustellen und halten insgesamt den Laden am Laufen. Sie und ich wissen, auch Leitungsarbeit muss oftmals noch irgendwie zwischendrin eingeschoben werden. Vollständig freigestellt sind bei uns hier in Bayern gerade einmal 16% der Leitungen. Der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei 37%. Dieser Status quo reicht nicht aus, um den Anforderungen einer Leitungsstelle wirklich umfänglich gerecht werden zu können. Das Thema Leitungsfreistellung sei, so der O-Ton einiger CSU-Kollegen, nicht ganz unbegründet. Aber man überlässt es dann doch lieber den Trägern in Eigenverantwortung. In der Praxis heißt das, die Leitung ist voll in den Anstellungsschlüssel eingerechnet. Und bei Freistellung oder auch teilweiser Freistellung gibt es keine Refinanzierung. Jetzt möchte ich auch gar nicht erwarten, dass eine Leitung, die eine pädagogische Ausbildung genossen hat, zu 100% hinter dem Schreibtisch sitzt. Ich finde, es ist sogar auch wichtig, dass die Verbindung zur Arbeit am Kind, zu den Kolleginnen, zur Praxis weiter erhalten bleibt. Aber wenn schon nicht die Leitung die Büroarbeiten, die ja nur einen Teil der Leitungsaufgaben ausmachen, das ist schon klar. Aber wenn es nicht die Leitung macht, dann brauche ich zumindest eine Refinanzierung einer Bürohilfe. Und auch das ist in Bayern nicht üblich. Und auch die Elternarbeit wird komplexer. Sie wissen, dass die Beratungsbedürftigkeit, wenn ich das mal so nennen darf, von Eltern weiter und weiter steigt. Und auch die hohen Erwartungen an die Kita-Teams insgesamt steigen weiter. Auch die größer werdende Flut an Infozetteln und Briefen, an Newslettern, die es an die Eltern zu verteilen gilt, sei es bei der Anmeldung zur Aufklärung hinsichtlich Betreuungsgeld, was man Ihnen jetzt ja auch noch zugemutet hat, oder die Info zum Impfen, um hier nur zwei von vielen Beispielen zu nennen. Und noch ein weiterer Anspruch, den ich formulieren möchte: Damit die bestmöglichen Angebote für unsere Jüngsten sichergestellt werden, werden unsere Kindertageseinrichtungen finanziell gut ausgestattet. Das muss unter anderem neben all den anderen wichtigen Punkten eine wichtige Forderung sein. Damit Sie ausreichend Personal einstellen können
und dass zumindest auch der Tariflohn gezahlt werden kann, der ihnen zusteht. Das ist nämlich auch nicht unbedingt überall der Fall. Die Einrichtung muss gut ausgestattet sein und sie brauchen gute Rahmenbedingungen fürs Personal, damit sie auch Personal finden können. Die Realität ist deutlich trauriger. Die Gewichtungsfaktoren zum Beispiel wurden seit Einführung des Bike-Epics 2005 nicht mehr angehoben oder angepasst. Da hat die letzte Basiswerterhöhung, die jetzt für 2018 angekündigt war, mit 0,17% gerade einmal eine Steigerung von 2 Euro pro Kind pro Jahr mit sich gebracht. Also das ist auch eine Sorge der Träger, die man auch in dem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen darf. Keine Sorge, sie werden ihr Gehalt schon weiterbekommen. Aber es ist für die Träger keine Refinanzierung mitgedacht der tariflichen Lohnsteigerungen, wobei es da noch die Ankündigung gibt, dass man da am Ende des Jahres rückwirkend schon noch nachjustieren würde. Aber was überhaupt nicht mit berücksichtigt wird, das ist ja auf jeden Fall berechtigte altersbedingte Gehaltssteigerung. Das hätte es bald nicht mehr rausgebracht. Also die Gehaltssteigerung, die Ihnen zusteht aufgrund der langen Zugehörigkeit und Ihres Alters, wird momentan mit der Ankündigung der Erhöhung des Basiswerts absolut nicht refinanziert und Träger haben zum Teil große Not, diese Personalkosten überhaupt irgendwo herzunehmen. Und manch große Träger können es vielleicht noch stemmen durch Quersubventionierungen, aber vor allem auch kleinere oder mittlere Träger sind da wirklich, ich sehe schon Kopfnicken, wirklich großer Not ausgesetzt. Und ich finde, das ist einfach eine Sauerei, auch da die Träger immer wieder so im Ungewissen im Regen stehen zu lassen. Kurz. Wir alle erleben es so, ich erlebe es ja nicht anders. Sonntagsreden mit der großen Bedeutung der frühkindlichen Bildung werden gerne geschwungen. Die Anforderungen von Politik, Eltern und Gesellschaft steigen und steigen. Entlastung ist dagegen kaum in Sicht, leider immer noch kaum in Sicht. Die Umsetzung in der Realität ist kaum möglich bzw. bleibt oft unmöglich. Schuld daran sind natürlich nicht Sie. Sie stehen jeden Tag in der Praxis, jeden Tag aufs Neue mit Herzblut und die Einrichtungen, auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, die heute vielleicht nicht da sind, weil sie in der Einrichtung stehen, geben jeden Tag ihr Bestes. Im Gegenteil, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Ihrem Engagement ist es doch immer noch zu verdanken, dass das System der Gesellschaft und der Politik nicht schon längst auf die Füße gefallen ist. Schuld sind die politisch gesteckten Rahmenbedingungen für die Einrichtungen. Sie verhindern eine Qualitätsoffensive, wie wir alle sie als dringend notwendig erachten. Wolfgang Tietzke, Professor an der FU Berlin für den Bereich Kleinkindpädagogik, vielleicht kennt der eine oder die andere ihn, geht sogar so weit zu sagen, dass sich die Qualität in deutschen Kitas seit 15 Jahren nicht nennenswert verbessert hätte. Ich würde jetzt diese Aussage nicht ganz so unterstreichen, aber wenn nicht jetzt eine Offensive gestartet wird, wann also dann? Und ich möchte die wissenschaftliche Analyse von ihm auch nicht wirklich in Frage stellen. Und ich weiß auch aus meiner Praxis heraus, dass sich die Qualität, also das Bewusstsein auch für Qualitätsentwicklung sehr groß ist. Also deswegen würde ich jetzt einfach mal ein kleines Fragezeichen hinter die doch leicht provokative Aussage stecken, aber vielleicht möchten Sie sich dazu nachher auch noch äußern. Ein Riesenproblem ist ja auch, dass bei den derzeitigen Rahmenbedingungen viele Engagierte dem Berufsfeld auch den Rücken kehren oder junge Menschen erst gar nicht dazu motiviert werden, den Beruf zu ergreifen. Ich kenne auch einige Mütter, die ihren Söhnen und Töchtern nicht unbedingt raten, diesen eigentlich wunderbaren Beruf zu ergreifen, weil sie vor Ort jetzt erleben, was er mit ihnen macht und wie groß die Belastung und gering das Entgelt ist. Liebe Gäste, das zu ändern, all diese Punkte, war meine Motivation vor 5 Jahren für meine Kandidatur in den Bayerischen Landtag. Ich bin ja gelernte Erzieherin, wie gesagt,
und war in der Zeit, also die Jahre vor meiner Tätigkeit hier im Hohen Haus, als pädagogische Leiterin von Kindertageseinrichtungen tätig. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sich in dem Bereich einfach zu wenig verändert. Dass gut gemeinte Beschlüsse in einem Berg an Bürokratie oftmals enden und oft nur gut gemeint sind, aber in der Praxis sich auch als fatal erweisen. Ich erinnere da zum Beispiel nur mehr an die unsägliche 5-Tage-Regelung. Ich will nicht sagen, dass die jetzige Regelung wirklich der große Wurf ist, aber die 5-Tage-Regelung war damals, das ist jetzt glaube ich auch so 4,5, 5 Jahre her, wirklich eine unglaubliche Belastung für die Einrichtungen. Es ist dringend notwendig, dass wir an mehreren Stellschrauben neu justieren, für die Kinder, aber vor allem auch für sie, die tagtäglich in den Einrichtungen stehen. Denn sie brauchen ein Umfeld, sie brauchen einen Rahmen und Arbeitsbedingungen, sodass sie auch dem Anspruch an ihre eigene Tätigkeit gerecht werden können. Ich finde es nämlich immer wieder unglaublich traurig zu hören, dass pädagogische Fachkräfte hochqualifiziert und hochmotiviert sind und oftmals am Ende die Aussage steht, wir können oftmals gar nicht mehr leisten, als zu schauen, dass die Popos sauber sind und die Kinder mittags satt und sauber im Bettchen landen. Und dafür sind sie nicht da, dafür wurden sie nicht ausgebildet und so möchten sie ihren Beruf auch nicht verstehen. Deswegen müssen wir Veränderungen erreichen und da hoffe ich auch um eine kraftvolle Unterstützung aus der Praxis. Es war ja schon ein bisschen frustrierend irgendwie, die ersten Monate hier im Parlament zu erleben, wie leicht Initiativen vom Tisch gefegt und abgelehnt werden. Aber nach einiger Zeit hat mich genau das weiter motiviert, dran zu bleiben. Wir dürfen nicht nachlassen, ich möchte auch Sie da ermuntern, bleiben Sie einfach dran, vielleicht haben wir auch die Gelegenheit, Ideen zu entwickeln, wie Sie von draußen aus der Praxis. Vorher ein Gespräch mit einer Leiterin aus Neumarkt geführt. Wo sitzt sie denn, Frau Gärtner? Da ist sie, genau. Ob wir vielleicht nicht nur irgendwie unterstützend aus der Praxis etwas initiieren können. Frau Gärtner hat da auch schon eine Idee vor Ort geboren, damit endlich mal hier im Hohen Haus ihre Signale nicht nur gehört, sondern auch ernst genommen werden. Ja, bei dem Thema Kindertagesbetreuung geht es eben nicht nur um Unterbringung. Das sehen oftmals noch ältere Kollegen hier im Hohen Haus. Aber es geht in der Realität, also es geht um viel mehr, aber in der Realität erleben Sie ja, dass es oftmals um die Verwaltung des Mangels an Zeit, Geld und auch die Verwaltung des Mangels an Fachkräften geht. Es geht aber dennoch, und das dürfen wir niemals vergessen, auch dann nicht, wenn vielleicht hin und wieder der Frust ein bisschen hochkrabbelt. Es geht um eine ganz besondere Lebenszeit unserer Kinder. Und nur mit Angeboten der höchsten Qualität können eben die entsprechenden Weichen für eine glückliche und für eine rundum gesunde Kindheit gelegt werden. Und es geht um all die engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen, die eben tagtäglich aufs Neue eine sehr angespannte Situation vorfinden. Sie kämpfen immer häufiger mit diesen immer zunehmend hohen Anforderungen, der hohen Belastung und manchmal auch der Überforderung. Und man muss sich, finde ich, schon auch mal die Frage stellen dürfen, wieso denn gerade auch bei Leitungskräften gehäuft die Diagnose der Erschöpfungserkrankung diagnostiziert wird. Sie und ich wissen, qualitativ hochwertige Arbeit ist nur dort möglich, wo das Personal nicht über Gebühr strapaziert wird. Genau dafür braucht es die richtigen Rahmenbedingungen und dafür ist es höchste Zeit. Sie leisten alle so viel und das muss endlich angemessen gewürdigt. Gewürdigt wird es ja oftmals schon sehr gerne, aber auch unterstützt und letztendlich tatsächlich honoriert werden. Und genau dafür habe ich mich jetzt, Natascha hat es vorher so freundlich erwähnt, so viele Jahre eingesetzt und oftmals gebetsmühlenartig die Themen immer wieder rauf
und runter gebetet für eine bessere finanzielle Ausstattung, für verlässliche Refinanzierung, auch über lange Öffnungszeiten. Das betrifft einige Einrichtungen von Ihnen. Die Randzeiten werden eben oftmals nicht finanziert und im vergangenen Jahr waren die Mittel, die dazu zur Verfügung gestellt wurden, bereits im ersten Quartal aufgebraucht. Das geht einfach auch nicht. Ja, da braucht man Verlässlichkeit. Wir brauchen eine Verbesserung des Anstellungsschlüssels, wenigstens schrittweise. Die Entwicklung eines Konzeptes finde ich auch für eine bessere Praxisanleitung und auch die Refinanzierung der Anleiterzeiten. Das machen Sie nämlich auch noch so irgendwie mit der linken Hand nebenher. Wir brauchen auch dort, wo erforderlich, ein Sprachprogramm, gerade auch für die besonderen Herausforderungen mit Kindern mit Migrationshintergrund. Und wir brauchen eine stärkere Ermöglichung von multiprofessionellen Teams. Mein Ziel ist nicht, die Erzieher abzuschaffen, um Gottes Willen. Es muss die wichtigste Säule in der Kita bleiben. Aber andere Professionen können wirklich eine Bereicherung für die Teams darstellen. Und leider geht es momentan auch nur mit der Nachqualifikation zur Erzieherin. Und da stelle ich mir die Frage, welche Kunsttherapeutin, welche Logopädin oder andere nehmen eine zusätzliche Weiterbildung, die dann mit einem Kinderpflegergehalt honoriert wird für die Zeit der Weiterbildung, in Kauf, um dann letztendlich als Erzieherin auch in der Kita anerkannt zu sein. Ja, wir haben ein ganzes Bündel von Anträgen immer wieder eingebracht. Und leider sind die, ich sage mal zu 90%, immer wieder auf Ablehnung gestoßen. Also die Feststellung musste ich sehr schnell machen, dass die Bretter, die man hier im Landtag bohren muss, vielleicht auch gerade in dem Bereich ganz außergewöhnlich dick sind. Es fehlt aus meiner Sicht tatsächlich an Mut, an Standhaftigkeit und auch an Gestaltungswillen bei der Mehrheitsfraktion, wirklich Veränderungen in dem Bereich hervorzurufen. Also wir bewegen uns auch in den politischen Debatten immer zwischen einer sehr großen Wertschätzung und am Ende werden die Anträge dann doch vom Tisch gefegt. Aber Hartnäckigkeit, wie man so weiß, zahlt sich am Ende dann doch auch aus. Und mein persönlich eigentlich größter Erfolg die letzten Jahre war, dass das Thema der Kindertagesbetreuung mittlerweile einen sehr, sehr hohen Stellenwert eingenommen hat. Es vergeht fast keine Woche, in der wir nicht entweder im Sozialausschuss oder im Plenarsaal auf Initiativen hin zumindest eine Debatte dazu hätten. Und das konnte ich erfahren, dass man eben ja oftmals Themen, die vielleicht Randthemen dargestellt haben, durch die permanent politische Debatte zumindest in den Mittelpunkt der Diskussionen stellen kann. Und das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, um einfach auch die Wichtigkeit und die Präsenz diesem Thema zu verleihen, die es auch verdient. Es gibt viele kleine Gesprächsrunden, es gibt auch größere Runden zum Thema. Ich würde mal sagen, wir haben da im Sozialministerium durchaus immer wieder den nötigen Stachel ins Fleisch gesteckt, damit die Auseinandersetzung mit dem ganzen Kita- und frühkindlichen Bereich eine wichtige Rolle spielt. Und es gab auch ein paar kleine Schritte und Verbesserungen, zwar oftmals nicht auf dem direkten Weg, aber oftmals mit Umwegen. Auch so muss Politik oftmals gestaltet werden, zumindest auch aus der Opposition heraus. Wenn wir das Thema nicht immer wieder einbringen würden, ich sage mal, wir sind da sicher sehr stark thematisch, aber auch durchaus mit der einen oder anderen Initiative anderer Oppositionsparteien, dann würde dieses Thema einfach im Sande verlaufen. Wir hatten kleine Erfolge, wie gesagt, in einer rückwirkenden Basiswerterhöhung im Jahr 2016. Wir haben erreicht, dass wir jetzt zumindest in der aktuellen Debatte das Zugeständnis der Ministerin bekommen haben, dass der Basiswert rückwirkend 2018, falls die Gelder nicht reichen sollten, ein wenig angepasst wird. Aber auch das ist ein bisschen auf Blindflug. Ich habe durch einen Antrag vor 2 Jahren erreicht, dass der Sozialausschuss fraktionsübergreifend zumindest einen Appell
für mehr Wertschätzung und der Aufwertung auch finanzieller Art des Berufsfelds an die Verhandlungspartner im Tarifkonflikt formuliert hat. Ich glaube, das war auch einmalig hier im Hohen Haus, dass sich Politiker dazu haben hinreißen lassen, zumindest einen Appell zu formulieren. Es ist schon klar, dass wir nicht direkt in die Verhandlungen der Tarifpartner eingreifen können. Das möchte ich auch nicht, da habe ich ja viel zu großen Respekt vor den Verhandlungspartnern. Aber ich denke, ein Appell von Seiten der Politik war an dieser Stelle doch richtig. Ja, wir haben erreicht, dass sich Bayern nicht ausgeklinkt hat aus der bundesweiten Debatte zu nötigen Qualitätsstandards. Da wollte Bayern zunächst die Vereinbarung auf Bundesebene nicht mit unterzeichnen. Und ich denke, es ist schon auch wichtig, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und bundesweit auch an Qualitätsentwicklung zu arbeiten. Also all diese Aspekte, die wir diskutiert haben, haben etwas bewegt und haben zumindest punktuell zu Verbesserungen geführt, auch wenn es noch nicht der große Wurf war, den ich eigentlich ganz gern hätte. Wir müssen aufpassen, und da spreche ich jetzt durchaus auch im Sinne von Stefan Sell, dass wir mit dem System der Kindertagesbetreuung nicht auf eine Katastrophe zusteuern. Denn er würde jetzt sagen, wir bewegen uns auf ein System der Kindeswohlgefährdung hin. Und ich will sagen, da hat er auch nicht ganz Unrecht. Sie alle wissen um die Wichtigkeit des Bindungsaufbaus. Und natürlich darf man berechtigt auch die Frage stellen, ob das in der jetzigen personellen Ausstattung unserer Kinderkrippen wirklich umfangreich auch möglich ist. Wenn daraus die Konsequenz entsteht, Kinder nicht mehr in die Krippe zu stecken, weil womöglich der Bindungsaufbau zu schlecht sein könnte, dann muss ich sagen, dann hat eine politische Fehlsteuerung stattgefunden. Politik hat die Verantwortung, nicht in Lebensgestaltung und Lebensmodelle von Familien einzugreifen, sondern Familien genau den Rahmen anzubieten, den sie brauchen, und vor allem den Rahmen den Kindern anzubieten, damit sie eben eine nicht nur glückliche, sondern auch rundum auch eine psychische gute Entwicklung durchlaufen können. Ich möchte Sie aufrufen, Sie und eigentlich auch alle Eltern da draußen, es wäre nämlich wichtig, die auch mit ins Boot zu nehmen, dran zu bleiben, weiterhin Druck aufrechtzuerhalten oder den Druck vielleicht auch erstmal konkret zu formulieren, damit sich endlich mal richtig was bewegt und wir nicht ausschließlich jetzt beschließen, die PQPs in Bayern flächendeckend zu installieren. Das ist sicher eine gute Maßnahme. Ich will die fachlich gar nicht in Frage stellen. Aber auch da bekomme ich immer wieder die Rückmeldungen, dass damit die Rahmenbedingungen in den Einrichtungen ja noch nicht verbessert werden und sie sogar sich die Zeit in der Arbeit mit den PQBs oftmals auch wieder irgendwie aus den Rippen schnitzen müssen. Es gibt einen österreichischen Schriftsteller, den Karl Franzons, der sagte, die Eindrücke der Kindheit wurzeln am tiefsten. Lassen Sie uns bitte alle gemeinsam dazu beitragen, dass die Eindrücke unserer Jüngsten die besten sind und die besten bleiben. Die ersten Schritte haben wir gemacht. Jetzt kommt's auf den weiterhin langen Atem an. Wir alle sind gefragt. Wir auf der Seite der Politik und auch Sie aus der Praxis. Bringen Sie sich ein, erzählen Sie uns und auch anderen Politikern von ihren Erfahrungen und ihren Bedürfnissen und ihren Nöten. Gehen Sie auch an die Presse. Lassen Sie uns laut sein, und zwar so laut, bis wir wirklich gehört werden mit unseren Forderungen. Erzählen Sie mir und uns allen heute, welche Anliegen Sie haben. Ich glaube, Sie haben auch schon entdeckt, wir haben diese Herzenskärtchen draußen aufliegen. Da können Sie gern Ihre Anliegen verschriftlichen und im Anschluss haben Sie auch die Möglichkeit, sich persönlich zu Wort zu melden. Aber wir sind so viele und da ist es rein logistisch schon gar nicht möglich, dass jeder zu Wort kommt. Sie können auch gern im Nachhinein gern mir auch noch Ihre Anliegen mitteilen. Ich bin immer sehr dankbar über Rückmeldungen, denn ich möchte gern tatsächlich das Sprachrohr
ihrer Anliegen hier in dem Bayerischen Landtag darstellen. Ich denke mal, wenn wir dieses Zusammenspiel hinkriegen, Sie von draußen, ich von innen, um das Thema auch immer wieder aufs politische Tableau zu bringen, so werden wir doch etwas erreichen. Und vielleicht ist gerade die Zeit auch des Landtagswahlkampfs gar nicht der schlechteste Zeitpunkt, um Ihre Anliegen auch allen Politikern gegenüber lautstark zu formulieren. So, liebe Frau Zach, jetzt möchte ich überleiten zu Ihnen und bitte Sie auf die Bühne. Ein wichtiger Punkt ist ja auch immer die gewerkschaftliche Organisation. Deswegen ist es schön, dass Sie da sind. Ich bin selbst auch schon seit 30 Jahren Mitglied der GEW. Und habe da auch immer mein Bestes mit eingebracht. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Gewerkschaft sich noch ein bisschen kräftiger für uns einsetzt. Und ich würde mir aber auch wünschen, dass in den Einrichtungen die Organisation wieder besser ist, weil damit haben die Gewerkschaften eben auch oftmals zu kämpfen. Aber dieses Zusammenspiel aus Praxis, Gewerkschaften und Politik kann ein kraftvolles sein. Und was sich die Gewerkschaft da so überlegt hat, vielleicht auch gerade aktuell, Frau Zach, wäre schön, wenn Sie uns davon berichten. Sie haben zunächst mal das Wort. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich war auch schon bei dem letzten Erzieherinnen-Tag hier im Hause und habe auch von einer Tarifrunde berichtet. Und heute, ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als Lückenfüller, aber ich freue mich, dass ich an die Reihe komme, weil es ja sehr gute Gelegenheiten gibt, darüber zu berichten. Und nicht nur, weil es der zweite Erzieherinnen-Tag ist, sondern weil wir Tarifrunden vor uns stehen haben und weil wir auch in Bayern eine Landtagswahl haben. Und wenn es darum geht, auch tatsächlich zu sagen, man muss an die Politik die Stimme richten, dann glaube ich, haben alle Bürger die Möglichkeit, auch an ihren ganz konkreten Problemen die Politik zu befragen und auch auszuwählen, wen man wählt und wem man dann seine Stimme gibt, die dann auch möglicherweise ganz kraftvoll die Interessen vertritt. Ich will mal aufgreifen, welche Herausforderungen es gibt, welchen Anspruch Gesellschaft und Elternschaft haben und auf der anderen Seite, dass wir im Gegenzug einen ganz großen Fachkräftemangel haben und es natürlich sehr schwierig ist, auf der einen Seite die berufsfachlichen Aspekte mit in den Blick zu nehmen. Wer kann denn diesen Beruf ausüben und wer und welcher Berufsfremde kann denn auch tatsächlich diese Tätigkeit wahrnehmen auf der einen Seite und tatsächlich der Anspruch, was an Arbeitsleistung erbracht werden soll und das Auseinanderklaffen von Realität, ja, wir brauchen viel mehr und die tatsächliche, ja, der tatsächliche Mangel, das zu überbrücken, ist sicherlich nicht einfach und stellt durchaus viele Fragen, was man denn zulassen kann, um die Problemlagen tatsächlich in den Griff zu kriegen. Und ich überlege mal hier auch ganz laut, wie man diesem Fachkräftemangel entgegentreten kann. Und diesen kann man auf verschiedene Wege begegnen, und zwar Impulse aufgreifen, die dann auf den Weg gebracht werden und natürlich nicht kurzfristig, sondern mittelfristig und gegebenenfalls auch erst langfristig wirken, aber man muss sich auf den Weg machen. Und einer ist die Frage der Aufwertung der sozialen Berufe. Wir haben 2009 und ganz eindrucksvoll dann auch 2015 die Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst bewegt. Das war genauso auch kurz bevor der erste Erzieherinnentag war. Und es war dann auch immer wieder noch Thema, ob denn diese Aufwertung auch weitergeht. Und diese Tarifrunde wird dann möglicherweise 2019 beginnend, dann auch 2020 wieder in die dritte Aufwertungsrunde führen, wenn es denn alle wollen.
Und es ist natürlich entscheidend, wie attraktiv ein Beruf ist und ob viele diesen Beruf ergreifen wollen und ob mehr Männer den Beruf ergreifen wollen. Und es ist fast schade, dass Männer anscheinend einen Beruf nur dann auswählen, wenn es auch genügend Geld dafür gibt. Na, also, und das ist, nein, aber es heißt ja so, wenn mehr bezahlt wird, dann würden mehr Männer diesen Beruf ergreifen wollen, weil sie ja auch im Hinterkopf haben, man will ja auch eine Familie ernähren. Aber komischerweise, bei Frauen ist es anscheinend nicht so entscheidend. Sie wählen anscheinend diesen Beruf, weil sie diese Berufung haben. Und dass man das dann ausnutzt und sagt, na gut, dann bleiben wir bei diesem Niveau wie bisher, das ist nicht richtig. Das passt nicht in unsere Gesellschaft, das passt nicht in die Welt und auch nicht an den Anspruch der Tätigkeit, wie sie ihn Frauen ausüben. Wir haben 2009 mit dieser Aufwertung begonnen. Das war damals, muss man schon sagen, ja 9 Jahre her, aber schon ein gewaltiger Sprung. Und diese Entwicklung war möglich, weil in der Tarifrunde 2008 sehr viele aus dem sozialen Bereich, also sehr viele Erzieherinnen vor allen Dingen, an der ganz normalen Entgelttarifrunde sich beteiligt haben. Und weil sie sich beteiligt haben, konnte in dieser Tarifeinigung auch ein Passus aufgenommen werden, dass ohne Präjudiz mit einem Eingruppierungstarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst begonnen wird. Die Arbeitgeber haben sich nach 2008 zwar noch ziemlich lange gesträubt, so eine Verhandlung überhaupt aufzunehmen. Und es hat dann schon eines Drucks bedarf, dass man tatsächlich diese Tarifrunde begonnen hat. Und es war dann erstmalig auch ein gewaltiger Schritt, weil so viele Frauen hat man ansonsten noch nie auf den Straßen gesehen. Es war auch etwas ungewöhnlich und auch damals hat sich die Politik eingeschaltet. Sämtliche Fraktionsvorsitzenden im Bundestag haben sich in Köln 2009 gemeinsam mit, ich glaube, 35.000 Erzieherinnen aus ganz Deutschland dann dazu bekannt, dass dieser Beruf aufgewertet werden muss. Und wir haben dann zwar ein Tarifergebnis erzielt, aber es war allen klar, dass das nur ein erster Schritt ist. Und die zweite Runde der Aufwertung war dann 2015. Und wenn sich viele daran noch erinnern, es war ein Sommer oder ein Frühsommer, in denen 4 Wochen unbefristet gestreikt wurde. Und diese Tarifrunde hat von Mai, genau genommen 8. Mai, in Bayern gab es nur einen Standort, der schon am 8. Mai begonnen hat, die anderen dann am 12. Mai, und dann unbefristet gestreikt haben. Die Empörung war natürlich sehr groß, weil natürlich die Eltern sich erpresst gefühlt haben. Die Politik hat sich zurückgelehnt und ich sehe auch die kommunale Politik in der Pflicht und sage, das ist auch Politik. Sie haben schließlich Ihren Verein, Ihren kommunalen Arbeitgeberverband und Sie können sehr wohl Botschaften an einen Verein richten, bei dem Sie Mitglied sind. Und Sie haben natürlich ungeachtet einiger Botschaften, auch aus Bayern, nämlich aus München und Nürnberg, diese Botschaft dann eher vergessen. Ja, wir haben ein Ergebnis erzielt, das durchaus für manche ganz gut war, aber noch nicht ausreichend. Und wir hoffen, dass wir dann 2019/20 wieder eine Stärke gewinnen und wieder eine Aufwertungsrunde fahren können. Also generell, dass Eingruppierungsmerkmale so gestrickt werden müssen, dass man ein gutes Einkommen hat mit dem, was man an persönlichen Voraussetzungen und an Qualifikationen mitbringt. Dann das Nächste. Oder vielleicht sage ich auch noch dazu, honorieren kommt auch von Honorar. Und Honorar bedeutet Bezahlung.
Und die soll natürlich gut sein, weil ansonsten würde man diese Tätigkeit auch nicht wahrnehmen können und auch davon leben können. Und was als nächstes gemacht werden kann, um tatsächlich dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, ist die Bezahlung von Ausbildungszeit. Im Moment kennen wir eine solche Bezahlung nicht. Es ist zwar so verabredet, dass die Fachakademien und die Ausbildungsstätten und Träger eine Mindestbezahlung vereinbart haben. Sie gilt nicht überall gleich und vor allen Dingen nicht überall und ist sehr gering und wenig. Und wir denken, dass genau wie andere Ausbildungsverhältnisse auch, die Ausbildung zur Erzieherin, sei es jetzt nun in der Zeit des SPS oder auch dann im Optiprax, bezahlt werden muss und tarifiert bezahlt werden muss, damit kein Träger davon ausgeschlossen wird und tarifiert deshalb, weil das Sozialministerium die nur tarifierte Leistungen refinanziert. Und das wäre dann auch eine Möglichkeit, dass Träger einen Teil der Ausbildungsvergütung tatsächlich refinanziert bekommen. Das ist gesichert, auf jeden Fall. Wenn tarifiert, dann wird es auch bezahlt. Es ist nämlich nicht verständlich, weswegen andere Ausbildungen im Sinne des Berufsbildungsgesetzes eine Vergütung bekommen, aber die staatlich anerkannten Erzieherinnen während ihrer langen Ausbildungszeit keine bekommen. Man hat jetzt aus, ich sag mal, der Not heraus über Optiprax, diesem Mustermodell in Bayern seit 2016, eine Anlehnung an die Ausbildungsvergütung des TVAÖD vereinbart, aber hat ganz stark darauf hingewiesen, dass sonstige tarifliche Leistungen oder Ansprüche nicht zugesichert werden. Also ganz eindeutig nur die Bezahlung und nur für die, die in Optiprax sind. Und wir meinen, dass das etwas ist, was unbedingt aufgenommen werden muss, weil wer kann sich denn eine Ausbildungszeit von 5 Jahren leisten und wer möchte möglicherweise von den Eltern abhängig diese Ausbildungszeit verbringen. Wir haben in dieser ganz normalen Entgeltrunde 2018, die ja jetzt am Montag begonnen hat, eine Forderung mit aufgenommen, die die Tarifierung von Ausbildungsvergütung vorsieht. Das ist erstmalig mit aufgenommen und damit sind die Vergütung von SPS, Optiprax und von Heilerziehungspflegern und alle schulisch-betrieblichen Ausbildungen gemeint. Und ich bin gespannt, wie die Arbeitgeberseite, insbesondere die kommunale Arbeitgeberseite, darauf reagieren wird, weil es eigentlich dann eine Selbstverständlichkeit wäre, bei einem Fachkräftemangel tatsächlich alles zu tun, damit dieser Fachkräftemangel verringert wird. Wir wissen ja, dass alle Absolventinnen der Fachakademien nicht ausreichen, um tatsächlich den Fachkräftemangel ausgleichen zu helfen. Also von daher muss man schon überlegen, wie kriegt man neue Interessenten dazu, tatsächlich diese Ausbildung zu beginnen. Und dann haben wir, wie gesagt, die Tarifrunde, die jetzt für alle Beschäftigten bei Bund und Kommunen ansteht. Wir haben eine 6-prozentige Forderung aufgestellt und dann verknüpft auch eine soziale Komponente, nämlich 200 Euro mindestens. Also das wird dann im Endeffekt dann auch für diejenigen, insbesondere Kinderpflegerinnen, dann von Bedeutung sein, wenn sie wenigstens einen Sockel oder einen Grundbetrag in dieser Tarifrunde bekommen. Und wenn es dann um die Tarifrunden geht, dann ist es schon richtig, dass nur diejenigen die Tarifrunde, ich sag mal, mit unterstützen, wenn man Mitglied ist. Und es können nur die Einrichtungen Druck auf die Verhandlungspartner
richten, die tarifgebunden sind. Und wir wissen, dass gerade in dem sozialen Bereich die Einrichtungen und die Träger nicht alle tarifgebunden sind und im Grunde sich an Tarifverträgen zwar orientieren, insbesondere wenn sie im Wettbewerb stehen, aber es ist nicht Standard, dass die Arbeitsverhältnisse tarifiert sind. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil nur ein Teil der Arbeitgeber und ein Teil der Beschäftigten, nämlich die kommunalen Beschäftigten, tatsächlich diese Tarifrunde befördern. Ja, nur die können Druck ausüben, nur die Beschäftigten, die in einer tarifgebundenen Einrichtung arbeiten, bei den Kommunen und bei denen, die sich daran direkt anlehnen, die können sich in der Tarifrunde beteiligen und nur die können auch Druck ausüben, gemeinsam durch Streik und gemeinsam mit ihren kommunalen Beschäftigten und denen vom Bund vor Ort. Ja, was können jetzt andere tun? Wir haben uns auch schon unterhalten, was können denn andere tun, die dann von einem Tarifabschluss zwar profitieren, aber sich ja nicht unmittelbar beteiligen können. Also man kann sehr wohl Solidarität erklären, man kann sehr wohl nach außen deutlich machen, dass man genau diese Forderung auch hätte und am liebsten auch gerne durchsetzen helfen würde, wenn man denn auch unterstützen dürfte und streiken könnte. Man kann also sehr wohl zu Bürgermeistern gehen, man kann sehr wohl zu den Einrichtungen gehen, die streiken und man kann sehr wohl bei den ganzen Kundgebungen, die bevorstehen, auch mit dazugehen, mit unterstützen und gegebenenfalls auch deutlich machen, dass man zwar als nicht tarifgebundener diese Forderung mit unterstützt. Und alle, die streiken, es ist nämlich schon ein hartes Geschäft zu streiken und den Eltern gegenüberzustehen und zu sagen, nein, also heute machen wir die Einrichtung nicht auf. Und einfach diesen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, dass sie ja für einen auch mitstreiken und mit die Kohlen aus dem Feuer holen und dafür sorgen, dass die Bezahlung besser wird. Das ist jetzt natürlich nur eine ganz normale Bezahlung. Normal heißt genau wie die übrigen kommunalen Beschäftigten auch, aber es hilft ja, einen Ausgleich an die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu bekommen und das wäre ein Teil davon. Und wir haben als Gewerkschaft auch ein weiteres Tarifvorhaben, nämlich das Tarifvorhaben, die Arbeitsbedingungen zu tarifieren und zu verbessern, orientiert an dem Rahmen, den das BIKIBIK hergibt. Also was ist Arbeitszeit? Was ist pädagogische Zeit? Was ist Verfügungszeit? Wie kann man Verfügungszeit pauschal anrechnen und auch dann natürlich als Arbeitszeit anrechnen und Leitungsstunden oder Zeit für Leitung pauschalieren, damit es nicht tatsächlich in den Schlüssel übergeht? Ich verstehe natürlich, dass die Refinanzierung der Verwaltungszeit nicht refinanziert wird, ganz klar, weil das ja in der übrigen Kommunalverwaltung ja auch nicht refinanziert wird. Aber dass im Endeffekt die Kommunen davon oder die Träger davon profitieren, dass dass Personalkosten teilweise für die ordnungsgemäße Abwicklung zur Verfügung stehen, aber gleichzeitig immer noch als Personalbemessung für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen. Und das passt nicht zusammen. Also das ist eine Zeit für zwei verschiedene Dinge zu vereinbaren. Und das geht unserer Meinung nach nicht. Wir haben deshalb einen Tarifvertragsentwurf vorbereitet, auch schon besprochen. Aber wir wissen, dass der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern sehr große Widerstände aufbringt und unter keinen Umständen solche Tarifbedingungen tarifieren, also solche Arbeitsbedingungen tarifieren will. Wir haben zwar in den Gesprächen ausgetauscht, dass dadurch die Attraktivität
sich steigern würde, dass mehr Beschäftigte in diesem Beruf bleiben würden, wenn es machbar und leistbar wäre, und dass die Teilzeitquote dieser Beschäftigten dann nicht so niedrig ist, weil viele reduzieren die Arbeitszeit ja, damit sie ihre Arbeit überhaupt bewältigen können. Und dass es mehr Rückkehrer aus Familienzeit in diesen Beruf gibt. Und genau diese Erfahrung, die bräuchte man eigentlich, und das wäre auch notwendig. Und dann kann man das, was möglicherweise durch eine pauschalierte Anrechnung von Verfügungszeit als Arbeitszeit dann natürlich auch noch einen höheren Fachkräftemangel verursachen würde, auf der anderen Seite aber durch mehr Beschäftigte in diesem Bereich wieder ausgeglichen werden könnte. Also das sind unsere Vorstellungen. Wir haben diese Vorstellungen entwickelt, nachdem 2012 die Novellierung des BeiKiBiKs eigentlich nur zu einer Verbesserung für die Träger gewirkt hat, aber nicht mit einem ganz konkreten Anspruch für die Beschäftigten ausgegangen ist. Und wir hatten uns eigentlich nach einem BeiKiBiK tatsächlich die Hoffnung gemacht, es würden dann auch mal die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Blick genommen. Aber ich denke, der Hauptaugenmerk war, diesen Anspruch auf Kinderbetreuung zu erfüllen, und dazu braucht man die Träger, aber anscheinend nach deren Auffassung nicht auch die Beschäftigten in diesem Bereich. Also da hat man es komplett vernachlässigt. Und wir wissen auch, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Wir wissen auch, ich sag mal, ich weiß nicht, ob sich jemand noch an die Diskussion und an die Diskussionen im Landtag im Sommer 2012 erinnert. Es war damals ja eher schlecht geredet, dass die Träger und insbesondere auch die Gewerkschaften die Novellierung nicht so sonderlich positiv beurteilt haben. Aber es war eigentlich chancenlos, weil wir ja nicht durchgedrungen sind. Das ist natürlich ein Manko, und ich denke, dass man im Endeffekt auch die Zeit vor den Landtagswahlen dazu nutzen muss, um die Kandidaten dazu zu befragen, was sie denn in Sachen Kinderbetreuung und was sie auch für die Beschäftigten in diesem Bereich tatsächlich tun wollen. Weil die Politik in Bayern könnte etwas ändern, und sie haben nur, ich sag mal ja, etwas Angst davor, wenn sie im BeiKiBiK Regelungen aufnehmen würden mit einem ganz konkreten Anspruch, weil sie nämlich dann in die Verpflichtung kommen würden und sie müssten dann den Kommunen erheblich mehr refinanzieren, als sie das jetzt tun. Und die Kommunen sind auf der anderen Seite ganz froh, dass es hier so einen, ich sage jetzt mal schon einen Jonglierbetrieb gibt, ja? Weil sie nämlich weitaus mehr refinanzieren, als sie streng genommen dürften. Und in der Tarifrunde 2015 hat aus meiner Sicht das Sozialministerium auch keine neutrale Stelle und Stellung gehabt. Sie hat nämlich den Trägern erzählt, wie man trotz eines unbefristeten Streiks von 4 Wochen nicht aus der Refinanzierung fällt. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz klare Beeinflussung dieser Tarifrunde gewesen, weil die Träger natürlich sehr froh waren, bei Streikenden nicht bezahlen zu müssen. Und das heißt, die Personalkosten sind bei ihnen geblieben und die Refinanzierung war trotzdem gesichert. Das ist natürlich ein Dilemma, und das Dilemma ist auch, dass bei einer Tarifrunde und bei einem Tarifkonflikt nur die Tarifgebundenen sich beteiligen können. Und wenn wir die Landschaft der Einrichtungen in Bayern anschauen, dann gibt es sehr viele konfessionell gebundene Einrichtungen, die unmittelbar von diesem Tarifabschluss profitieren, weil die CODA dafür sorgt, dass es 1:1 übersetzt wird, ganz klar. Aber sie können sich nicht beteiligen, und die Kirche möchte auch keine Tarifverhandlungen führen. Und die anderen Träger orientieren sie natürlich, weil sie im Wettbewerb stehen, mit diesen Tabellenwerten. Und der TVÖD mit den Tabellenwerten ist mehr oder weniger Leitwährung.
Und manche nehmen diese Leitwährung nur dafür her, damit sie neue und junge Kolleginnen werben können. Aber wenn es dann um, ich sage jetzt mal, Altersentwicklung beziehungsweise Erfahrungsentwicklung geht, dann machen sie nicht mehr mit. Das heißt, bis man mal merkt, dass man gar nicht mehr so sich weiterentwickelt, bleibt man schon dabei, weil man denkt, man müsse ja woanders wieder von vorne anfangen. Und das ist natürlich nicht richtig. Und wir müssen uns überlegen, auch für Tarifrunden, wie können wir alle die mitbeteiligen, die mit davon profitieren. Und es kann auch nicht sein, dass die Kolleginnen und Kollegen untereinander ausgespielt werden. Das heißt, eine Kommune sagt, ich unterliege dem Tarifvertrag und ich gliedere mal schön aus und schaue, wer für mich die billigeren und günstigeren Arbeitsbedingungen vorbereitet. Und wenn ich mir anschaue, dass letztes Jahr die SPD ja einen Antrag gestellt hat, man möge ja befördern, dass die Tarifbindung etwas stärker in den Blick genommen wird. Es war ein Antrag letztes Jahr im Mai 2017, weil wir ja auch wissen, dass nicht mehr alle Arbeitsverhältnisse tarifiert werden, dass es ja keine Weiterentwicklung gibt und dass die Beschäftigten in nicht tarifgebundenen Einrichtungen viel stärker dem Druck ausgesetzt sind, in Befristung zu stecken, möglicherweise nicht mehr vorwärts zu kommen, keine Altersversorgung haben und dann möglicherweise auch von der Entgeltentwicklung abgekoppelt werden könnten. Das wurde abgelehnt, aber ich denke, das ist ja eigentlich fast tägliches Brot. Ja. Das ist dann so, wenn man denkt, dass es anscheinend ja in Bayern so super sozial ist, dann doch nicht ganz so sozial. Ja, wenn wir das anschauen, die verschiedenen Tarifvorhaben, die wir als Gewerkschaft betreiben, haben ein Ziel, nämlich den Fachkräftemangel zu beheben und Gerechtigkeit bei der Bezahlung zu erreichen. Gerechtigkeit für gute Arbeit, auch gute Leistung zu bekommen, für gute Ausbildung, gute Qualifizierung und gute tägliche Arbeit auch entsprechend zu bezahlen. Und es gibt natürlich sehr viele Berufe mit weniger Verantwortung und weniger Arbeit am Menschen, sondern nur an Maschinen und sie bekommen weit besser bezahlt. Und aus meiner Sicht ist es deshalb unabdingbar, dass diese Tarifvorhaben auch aus dem Gerechtigkeitssinn herausgeführt werden müssen. Und natürlich sind als Erste die Beschäftigten in der Pflicht, ja, für ihre eigenen Interessen einzutreten. Und wenn wir die Niveaus der Entgelte uns anschauen, dann glaube ich, dass es nicht von ungefähr ist, dass die Bereiche besser bezahlt werden, in denen überwiegend Männer arbeiten und in denen Gewerkschaften zur Durchsetzung der Tarife und Tarifverhandlungen stark und wirkmächtig auf der Straße stehen können. Männliche oder männerdominierte Bereiche, für die ist es selbstverständlich, dass Tarifverhandlungen geführt werden und es ist selbstverständlich, dass sie auf der Straße stehen. Wir haben gerade wieder eine Tarifrunde erlebt. Wenn die Friedenspflicht um 0 Uhr endet, dann beginnt um 0 Uhr 1 gleich schon demonstrativ und kraftvoll, dass man für die eigenen Interessen einsetzt und sich einsetzt und auf die Straße geht. Und 2009 war es, glaube ich, erstmalig verwunderlich, dass so viele Frauen auf der Straße sind. Das war für viele absolut ungewohnt. 2015 hat sich schon sehr viel entwickelt. Es war dann fast schon erwartet worden, weil natürlich die Tarifrunden etwas bunter aussehen und auch etwas anders aussehen. Und ich sage jetzt mal, es ist dann natürlich auch ein Aufruf, wieder neu und kräftig auf die Tarifrunden hinzuwirken und auch sichtbar zu werden. Natürlich ist es ein Problem, wenn zum Beispiel
die Tariflandschaft sehr stark zersplittert ist. Also wir haben im sozialen Bereich kommunale Träger, wir haben konfessionelle, wir haben Wohlfahrtsverbände und die sind alle in der Regel nicht tarifiert oder nehmen als, ich sage jetzt mal, Basis und Grundstock das, was im TVÖD vereinbart wird. Und es wäre natürlich sehr wichtig, dass die, die mit davon profitieren, entweder mit tarifgebunden werden oder aber, dass diese sich in Bayern auch entsprechend beteiligen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir brauchen eine gute und starke Tarifbindung, um die Arbeitsbedingungen insgesamt zu verbessern und sollten auch im Blick haben, dass man Gutes tut in der Arbeit, aber auch an sich denkt und Gutes für sich tut. Also deswegen auch dann nochmal ein Appell, tatsächlich für die eigenen Interessen auf die Straße zu gehen. Dankeschön. Ich bin nicht so lang gewesen. Ja, Frau Zach, dann würde ich jetzt mal sagen, bei der nächsten Tarifrunde sind jetzt mal die Beschäftigten richtig dran, oder? Das würde Sie alle sehr zufrieden machen, glaube ich. Ja? Ja, sehr schön. Und jetzt sind Sie dran. Ich gucke jetzt mal in die Kamera da hinten und winke nochmal in den Plenarsaal rüber, falls die eine oder andere von Ihnen rüberkommen möchte, um jetzt noch einen Wortbeitrag loszuwerden. Dann machen Sie sich auf den Weg. Bitte nur nicht alle gleichzeitig, sonst haben wir wieder ein Feuerschutzproblem hier im Saal. Aber Frau Zach und ich, wir nehmen jetzt hier an unserem Stehtisch Platz und dachten uns noch so ein paar Minütchen, bevor wir dann rausgehen zum Flying-Buffet und Getränken und zum Reden und Austauschen und Vernetzen. Können Sie gern noch den einen oder anderen Punkt loswerden? Wunsch oder einfach auch eine Idee, wie wir uns vielleicht noch ein bisschen tatkräftiger organisieren könnten? Frau Zach, bitte, suchen Sie sich einen aus. Also, jetzt danke. Melden Sie sich einfach zu Wort, kommen Sie hier in den Flur oder bleiben Sie stehen, je nachdem, wo Sie sitzen und gut erreicht werden können. Und dann, sage ich einfach mal Feuer frei. Und dann haben wir hier schon eine erste Wortmeldung. Ist nicht an. Und vielleicht wäre es schön, wenn Sie immer noch Ihren Namen kurz sagen und aus welcher Einrichtung oder woher Sie kommen. Danke. Gut. Mein Name ist Gabi Zoll. Ich komme aus der Einrichtung St. Hedwig in München. Ich habe dazu eine Frage, und zwar sehe ich eine Verwässerung der Qualität unserer Ausbildung in dem Ganzen. Ich finde das auch mit dem Optiprax. Ich habe auch eine Optiprax-Auszubildende bei mir in meiner Einrichtung. Aber prinzipiell frage ich mich, wenn unsere Leistung gewürdigt werden soll, auch finanziell, warum behält man das nicht bei, dass man eine gute Ausbildung braucht und dann danach auch wirklich was verdient? Also wirklich auch deutlich mehr als jetzt und nicht nur 200 Euro. Ich sehe die Problematik mit den Quereinsteigern schon. Wir haben die auch immer wieder gehabt. Aber ich sehe es als problematisch an, weil das, was wir eigentlich wollen und was wir gelernt haben und wie wir arbeiten, das ist schwer zu vermitteln, wenn keine Ausbildung in dem Bereich stattgefunden hat. Also ich würde es sehr begrüßen. Ich würde es also sehr begrüßen, wenn Quereinsteiger sehr wohl eine weitere oder eine zusätzliche Ausbildung in dem Bereich haben.
weil einfach nur da zu sein und die Kinder in irgendeiner Weise zu betreuen oder ein Schreiner irgendwas anbietet oder wie Sie sagen, eine Logopädin, das ist ja nett und hübsch, aber das ist nicht unsere Arbeit. Ja, vielleicht ganz kurz, ganz zu Beginn habe ich ja auf das Dilemma hingewiesen zwischen dem Anspruch an Ausbildung und persönliche Eignung und an dem Bedarf. Und der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt und wir haben ja jetzt schon nicht nur in den Metropolen, sondern überall einen Mangel. Und man muss zusehen, wie man die, die jetzt in dem Bereich beschäftigt sind, auch personell unterstützt. Weil manche sind ja wirklich am Rande des Zusammenbruchs. Das frage ich wirklich. Ist es wirklich eine Unterstützung, wenn jemand kommt, der eigentlich nicht aus dem Bereich ist und der von den Grundlagen nicht die Ahnung hat? Also ich finde, es ist ja nett, wenn der eine andere Ausbildung hat, aber derjenige sollte trotzdem eine Weiterbildung, eine Prüfung machen müssen, irgendwelche Bildung in dem Bereich erhalten, weil es nützt mir nichts, wenn ich jemanden habe, den ich nach einem halben Jahr wieder rausschmeißen muss, auf Deutsch gesagt, weil er nur Chaos bringt. Ja, also die sollen, dass die fachlich ein Inselleben führen, das macht natürlich wenig Sinn. Ja, also da stimme ich Ihnen zu. Da dürfen wir die Qualifikation nicht aufweichen. Und wenn Einzelne mit integriert werden, also ich sage, Anne, das braucht auch nicht jede Einrichtung eine Logopädin, aber eine weiterqualifizierte Logopädin kann auch eine schöne Bereicherung für ein Team sein, ja, im Einzelfall. Jetzt haben wir hier Wortmeldung, bitte. Ja, jetzt haben wir hier eine Wortmeldung, vielleicht nehmen wir gleich die hier vorne noch dazu, im Anschluss an Sie. Nee, Sie sind dran, ja. Ja, mein Name ist Patrick Demke, seit 18 Jahren Kita-Leitung im Randgebiet von München. Man könnte auch sagen, 240 Newsletter arbeite ich jetzt in Bayern. Das ist viel, ja, was man da studieren musste. Und ich möchte die Kollegin unterstützen, weil diese Form, wie im Moment mit Ausbildung ausgegangen wird, führt zu einer größeren Belastung in den Teams vor Ort. Wir haben keine Sicherheit mehr. Wir haben keine Sicherheit mehr, wie lange eine Kollegin überhaupt noch da ist. Wir haben sehr hohe Fluktuationsraten. Das heißt, auch hier lassen sich pädagogische Konzepte, die normalerweise längerfristig angesetzt sind, teilweise gar nicht mehr umsetzen, weil man gar nicht mehr weiß, wie lang das Personal letzten Endes vor Ort ist. Und die Leute probieren aus. Das kann ich gut verstehen, aber das mit fertiger Ausbildung ist kritisch. Und hier ist aber auch die Sache, und hier, denke ich, hat auch die SPD eine Mitverantwortung gehabt, als wer sich entschlossen hat, Kindergärten auszubauen und tatsächlich hier den Bedarf zu decken, der tatsächlich da ist, muss man doch gleichzeitig überlegen, wenn ich Gebäude baue, dass ich Menschen brauche. Hier die Komplexität des Themas anzugreifen heißt, ich baue einen Kindergarten, gebe von der Bundesregierung 2,4 Milliarden, es waren ja mittlerweile viel mehr. Wie viel Geld ist in Fachakademien geflossen? Wie viel Geld ist in die Ausbildung geflossen? Und das heißt, wenn ich das eine mache, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen und muss dort das Geld reinstecken. Und bitte für die Zukunft keine Vielfalt in der Ausbildung, sondern Nachhaltigkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das ist das, was die Kolleginnen für die Zukunft brauchen. Ja, vielen Dank für Ihren Wortbeitrag. Ja, Sie haben recht, auch die SPD. Es war auch auf Bundesebene Thema, den Ausbau der Kindertagesbetreuung weiterzubringen. Ich stehe da auch nach wie vor dazu, weil die Erfordernisse da waren und weil es auch ein Bedarf, wie bitte?
Genau, das, der Kollege sagt gerade, weil die Länder diesem Anspruch nicht nachgekommen sind, ist der Bund quasi auch eingeschritten. Aber, und da möchte ich uns jetzt schon aus der Verantwortung rausnehmen, weil ich stelle es erst seit 4,5 Jahren fest, ja, aber habe mal sagen lassen, auch schon davor sind jegliche Initiativen der SPD-Landtagsfraktion zu all den Themen, die Länderhoheit sind, ja, mehr Fachkräfte, Aufstockung, Ausbau der Fachakademien, bessere Finanzierung der Ausbildung und so weiter, mehr Plätze an den Fachakademien. Also alles, was Ausstattung der Kindertagesbetreuung in jeglicher Hinsicht betrifft, ist Länderhoheit. Und da haben wir immer eine Blockade erlebt. Also so gesehen sind wir ja das politische Ziel ist richtig, aber all die Maßnahmen, die begleitend hätten stattfinden müssen, haben hier zumindest in Bayern, vielleicht auch in anderen Bundesländern, aber hier so gut wie nicht stattgefunden. Und die Misere, die fällt uns jetzt gerade auf die Füße. Ja. So. Da kann ich dazu auch noch mit dazu sagen, ich habe nicht umsonst die Novellierung bei Kippig genannt. Und da war ja auch ganz klar, also auf der einen Seite wird gesagt, dass alles, was Arbeitsbedingungen ist, die Sache der Gewerkschaften ist und auch der Tarifautonomie unterliegt. Aber in Tarifverhandlungen wurde diese Pflicht nicht als eigene Pflicht übernommen, weil natürlich kann der Freistaat Bayern oder ganz konkret das Sozialministerium die Refinanzierung oder die Finanzierungsregelungen so gestalten, dass die Kommunen ihre Abschlüsse so ausrichten können. Ja, wenn ich angewiesen bin, dass das, was dann in der Kinderbetreuung zu leisten ist, von den Kommunen zu leisten ist und wir natürlich nicht nur reiche Kommunen haben, die jede Ausstattung auch bezahlen können, dann muss man als Freistaat Bayern in die Pflicht gehen. Und wir haben ja auch dieses Sozialministerium mit der damaligen Ministerin gehabt, die zwar die Tarifrunde verbal unterstützt hat, aber in allem, was dann an finanziell nachzuschießen gewesen wäre, nichts getan hat. Ja, also man kann natürlich die Aufgaben verlagern, man kann sagen, wir bauen aus, aber die Arbeitsbedingungen und Regelungen, das ist Angelegenheiten der Tarifpartner und die kann man dann auch im Regen stehen lassen. Ja. Nur darauf hinweisen, hallo, mein Name ist Marie-Noëlle Berntscher. Ich arbeite jetzt mittlerweile in einer kleinen Eltern-Inni in München. Habe lange für große Träger gearbeitet und habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit 25 Kindern fast 2 Jahre alleine gearbeitet habe, mit einem FSJ, der mal gut, mal schlechter war, der dann irgendwann auch gesagt hat, nö, er hätte jetzt keinen Bock auf den Beruf, wenn er so mich anschaut. Und also ich muss sagen, ich mache meinen Beruf wirklich mit Herz und Seele und ich sehe meinen Bildungsauftrag auch ganz stark, also die Kinder abzuholen da, wo sie stehen, aber es ist manchmal halt nicht möglich, sondern dann hat man nur noch den Betreuungsauftrag. Und woran liegt es? Die Eltern werden gezwungen, sehr früh, sehr schnell die Kinder in die Fremdbetreuung zu geben, die zwar wichtig ist, aber ich finde, gerade da müsste die Politik jetzt mal familienfreundlichere Arbeitsverhältnisse schaffen für Eltern. Dass Kinder nicht von morgens um 7 bis, wie von der grünen Politikerin gewünscht, bis 20 Uhr. Ich kriege da einen Vogel. Ich bin selber Mutter gewesen und ich habe für mich entschieden, meine Kinder sind mir wichtiger. Es ist wichtig, die Pädagogik im Kindergarten mitzunehmen. Aber ich habe halt dann selber auch zurückgetreten und es kann nicht sein, dass Leute so arbeiten müssen, dass sie die Kinder wirklich eigentlich nur noch in Fremdbetreuung geben. Und ich nenne es jetzt mal Fremdbetreuung. Wir nehmen unseren Auftrag wahr, aber wie es auch, ich glaube, es weiß hier jeder, manchmal geht's nicht. Dann ist die Kollegin krank, man stopft Löcher, man schaut, dass man irgendwie den Tag rumkriegt, dass man die Kinder, die dann da sind, gesund wieder nach Hause schicken kann. Ne? Und das darf es nicht sein. Und ich fordere da wirklich von der Politik, dass da mal was gemacht wird, dass es Eltern, Familien freundlichere Arbeitspolitik gibt. Nehmen wir vielleicht gleich noch eine zweite dazu. Wer hat ein Mikro in der Hand?
Da eine Kollegin hier, Sie wollten schon länger, gell? Ja. Ja, bitte. Ist das an, oder? Ja. Ich bin die Brigitte Sadler aus Finning und habe hier meine Kollegen dabei. Also es geht immer um diese qualifizierten Leute. Ich bin eine Nicht-Gelernte, arbeite in der Mittagsbetreuung. Ich habe selber 2 Söhne, bin immer schon engagiert für Menschen, habe die Liebe und das Interesse zu Menschen, das ich immer mitbringe, aus sehr viel Erfahrung. Zwischenzeitlich möchte ich auch sagen, schon ziemlich fundiert, wie das meine Leitung und Kollegin auch sagen kann. Also für uns gibt's ja dann da irgendwie gar nichts, ne, dass man da aufstocken kann. Ich habe gar nicht mehr Möglichkeiten, mehr Stunden zu machen. Ich habe nicht die Möglichkeit, wie diese Stunden, wie heißen die Stunden, die ihr machen dürft, Verfügungszeiten. Ich kann gar nicht mehr machen. Also ich gehe dann nur 2-mal die Woche zum Putzen, habe auch noch einen anderen Job, damit ich meinen Lebensstandard überhaupt führen kann. Ich mag die Arbeit, ich liebe die Arbeit, wie die andere Dame auch. Bin da engagiert, motiviert, interessiert, möchte auch sagen, fundiert mit meiner Erfahrung. Jahrelang, genau. Was ist für diese Kategorie? Na? Ja. Die wünschen Sie auch die Wertschätzung, die sind da, die haben aber gar nicht die, genau, parallel. Ja, also ich sage mal gerade vielleicht kurz eine Antwort auf die Dame hinten. Ich stimme Ihnen zu. Also man darf den Familien nicht immer noch mehr zumuten. Ja, also familienfreundliche Arbeitswelt ist ein Riesenthema. Ist vieles auch Bundesthematik. Also zum Beispiel die Initiative von Manuela Schwesig. Als sie noch Familienministerin war, die Familienarbeitszeit einzuführen, denke ich, ist ein Riesengewinn. Ich möchte meine Aussage nochmal kurz wiederholen. Also es steht uns nicht zu, Familien vorzuschreiben, wie sie leben und ob die Frau auch arbeitet oder nicht. Ich unterstütze das prinzipiell sehr, dass wir Frauen arbeiten gehen. Denn wir wissen nie, also dieses Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge von Renate Schmidt und der Frau Almendinger, da ist schon was Wahres dran. Aber es muss natürlich in der familiensensiblen Zeit auch entsprechend Entgegenkommen stattfinden. Gell? Und dann zu Ihrer Situation, können wir uns vielleicht auch nachher nochmal unterhalten. Es ist natürlich schon eine große Herausforderung, also zum einen Fachausbildungen mit Examen entsprechend zu honorieren und dennoch die sicher, also sehr wertvolle und einfühlsame und durchaus auch durch erworbenes Wissen qualifizierte Arbeit entsprechend zu entlohnen. Also vielleicht gäbe es ja für Sie eine Möglichkeit, auch nur eine Nachqualifizierung zu machen, um Sie finanziell dann auch besser zu stellen, damit Sie eben aus dieser lediglichen Hilfstätigkeit auch herauskommen, ja, also damit Sie da persönlich auch finanziell mehr Erfolge verbuchen können. Da haben wir ja mittlerweile auch sehr flexible Nachqualifizierungsmodelle, aber vielleicht können wir da nachher auch nochmal reden, ja, wenn das für Sie vorerst so reicht. Ich habe jetzt gesehen, wir haben hier eine Wortmeldung und dann war hier links, genau, Sie sind nicht vorher aufgestanden, um die Kollegin rauszulassen. Und anschließend dann hier, zwar eine Männerrunde sozusagen. Ja. Ich weiß es nicht, aber Sie können auch gerne das Mikro nehmen und genau. Ich würde Sie nur. Aha. Ja. Also. Perfekt. Ich habe mir vorher extra ein bisschen Zeit genommen und gedacht, ich schreibe mir was zusammen, damit ich dann auch die Eier habe, hier hochzugehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich interpretiere die Einladung zur heutigen Veranstaltung als ein Zeichen des Willens, um mehr Basisdemokratie und soziale Gerechtigkeit in unserem Land umzusetzen. Diese Grundwerte erwarte ich mir von der SPD nicht nur in Bayern, sondern vor allem auch auf Bundesebene. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Ihre Partei auch im Rahmen einer großen Koalition diese Themen aufgreift und letztendlich auch umsetzen. Mein Name ist Marius Polter, ich bin 31 Jahre alt und arbeite aktuell in einem Hort und einer Mittagsbetreuung einer Grundschule mit kommunaler Trägerschaft. Nach meinen Stationen in der örtlichen Krippe und Kindergarten sowie einem kurzen Abstecher in den Bereich der privaten Trägerschaft habe ich mir einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Aufgabenbereiche und Arbeitsbedingungen im Bereich des Erzieherberufes machen können.
Als ich mich vor knapp 10 Jahren nach meinem Studium im Bereich Tourismusmanagement dazu entschieden habe, diesen Beruf zu ergreifen, kommen wir gleich zum Punkt. Ja, wusste ich noch nicht so recht, worauf ich mich da einlasse. Ich habe mich lediglich dazu entschieden, einer Arbeit nachzugehen, die mich langfristig erfüllt und in der ich meine persönlichen Stärken und Fähigkeiten in einem breiten Spektrum einbringen kann. Eine Entscheidung basierend auf einem hohen Maß an Idealismus und mit voller Überzeugung. Doch schon während der Zeit meiner Ausbildung wurde mir klar, dass in dem Land etwas falsch läuft. Natürlich ist es für mich als Arbeitnehmer ein großes Privileg, dass ich mir meinen Arbeitsplatz mehr oder weniger frei aussuchen kann. Das liegt mitunter an meinem Geschlecht, aber letztendlich vor allem auch an der Tatsache, dass wir viel zu wenige gut ausgebildete Fachkräfte in diesem Bereich haben. Es ist völlig absurd, dass nicht der Arbeitgeber unter den besten Fachkräften entscheiden kann, sondern froh sein muss, wenn er seine offenen Stellen besetzt kriegt. Nicht umsonst. Nicht umsonst sind gefühlt die Hälfte aller Stellengesuche in lokalen Zeitungen besetzt von Einrichtungen, die händeringend nach Kinderpflegern, Erziehern und Pflegekräften suchen. In der freien Wirtschaft buhlen Firmen mit außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen, flexiblen Arbeitszeitmodellen und nicht zuletzt mit monetären Anreizen um die Gunst potenzieller Fachkräfte. Ich frage mich ernsthaft, wie es sein kann, dass zum Beispiel Berufsanfänger bei großen Automobilkonzernen ohne jegliche Erfahrung besser verdienen als eine Kita-Leitung mit über 30 Angestellten. Und der Verantwortung für über 100 Kinder und deren Eltern. Der Gesetzgeber sollte sich meines Erachtens dringend Gedanken machen, wie man die Arbeitsbedingungen und die Vergütung nachhaltig verbessern kann, um auch zukünftig mehr fähigen Nachwuchs und vor allem mehr Männer für diesen Beruf zu begeistern. Ich denke dabei insbesondere an bessere Betreuungsschlüssel, die Einstellung von Zusatz- und Ergänzungskräften, mehr Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten verpflichtend anzubieten und letztendlich auch eine höhere Einstufung im TVÖD. Aber da ist eh schon einiges auf dem Weg, habe ich gehört mittlerweile. Wir brauchen gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte, damit die allseits geforderte Integration und Inklusion nicht nur auf dem Papier stattfindet. Ich bin gleich fertig, okay? Ja. Bund und Länder dürfen die Kommunen bei dieser Herkulesarbeit nicht länger im Stich lassen. Die Berufsgruppen im Bereich Erziehung und Pflege bilden nicht nur das Herz, sondern auch das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und es ist an der Zeit, dass ihnen auch von Seiten des Gesetzgebers endlich die Aufmerksamkeit und Anerkennung entgegengebracht wird, die ihnen zusteht. Da nochmal das Slogan. Die deutsche Wirtschaft brummt. Die Sozialkassen sind prall gefüllt und ich frage mich, wann diese Überschüsse auch endlich da ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. Ja. Etliche andere Länder. Etliche andere Länder in der Europäischen Union sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Es ist an der Zeit, dass wir hinterhergehen. Da haben wir einen Nachwuchspolitiker auf der Bühne, deshalb SPD wählen. Genau. Vielleicht hätte ich ein Mitgliedsformular für unsere Partei mitbringen sollen, aber es ist ja heute keine Parteiveranstaltung. Danke für Ihren Beitrag, aber ich möchte jetzt doch noch die eine oder andere Wortmeldung zukommen lassen. Ich denke mal, an sich sind wir da uns ja inhaltlich auch einig gewesen. Wir haben hier eine Wortmeldung und zeitlich noch und nach hinten noch. Und schauen wir, also wenn es Ihnen zu lang wird, sagen Sie es einfach, Frau Gärtner, genau, dann das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Bitte. Also ich bin der Pitt Golle, ich komme vom Freien Waldhaus Ebersberg und ich bin da der Kassier. Ich gehöre auch zum Team, aber ich bin der Kassier. Und wenn ich mir den Basiswert angucke und sage, was kann ich mit dem Geld machen, dann würde ich sagen, also
Als erstes würde ich meine Leitung feuern, die ist 55 Jahre, hat 25 Jahre Berufserfahrung, die ist mir viel zu teuer. Ich würde sofort möglichst jemand Junges einstellen, so wie die fertig sind mit der Ausbildung, dann komme ich auch mit dem Geld zurecht. Also mein Plädoyer, diese Zeiten, diese Berufserfahrung muss sich irgendwo im Basiswert niederschlagen. Wir haben einen Quali-Bonus, der weiß nicht, wie der zustande kommt, aber wir könnten einen Quali-Bonus kreieren, der sich an der Berufserfahrung des Personals, des Teams orientiert. Danke. Also noch mal kurz. Der Dringlichkeitsantrag zur Basiswerterhöhung ist eingebracht und haben wir im Blick, haben wir diskutiert, wie vorher schon kurz erwähnt. Wurde von der CSU abgelehnt, ja, nur mit dem der Kollege macht es gut, er weist mich darauf hin, deutlicher zu formulieren, wo unsere Initiativen liegen. Also Dringlichkeitsantrag eingebracht, wurde abgelehnt von der Mehrheitsfraktion hier im Bayerischen Landtag und es gab keine verlässliche Zusicherung, dass der entsprechend angepasst wird, um die Tariferhöhung zu finanzieren. Also das ist wirklich die bittere Realität in der Praxis und auch hier im Hohen Haus. Ja. Deshalb, ich sage es jetzt nicht. Wer hat das Mikrofon in der Hand? Hier, bitte. Mein Name ist Anja Lehner, ich komme aus einer Kindertageseinrichtung in Fürstenfeldbruck. Wir sind Randgebiet zu München sozusagen und wir haben das ganz große Problem, wenn bei uns Mitarbeiter sich vorstellen, wir sitzen da, wir werden uns relativ schnell einig, wir sind ein junges Team, wir sind ein dynamisches Team und dann kommen die Gehaltsforderungen. Und dann sagen die, bei der Stadt München, da kriege ich noch den und den Bonus und dann kriege ich noch das und das obendrauf. Und dann sage ich, Caritas zahlt einen Tarifvertrag. Diese ganzen Boni können wir nicht zahlen, das zahlt uns die Kommune nicht in der Refinanzierung, habe ich wieder Pech gehabt. Was haben wir für Möglichkeiten? Was können wir tun? Warum kann der Wettkampf so extrem sein? Wir erleben mittlerweile Bewerber, die kommen frisch von der Schule, die haben Gehaltsvorstellungen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann hier nicht jedem, der kommt, irgendwelche Einstufungen geben und die Mitarbeiter, die mir jahrelang schon da arbeiten, die verdienen hinterher weniger, weil die in ihrem Stufensystem gefangen sind. Dürfte ich vielleicht gleich anschließen, angesichts der Zeit, wir Angelika Görmüller, Kita St. Michael in Passau. Wir haben ein Riesenproblem, nämlich genau mit der Qualität und den nachqualifizierten Kräften. Das kam ja heute schon einmal vor, wo wir dann sagen müssen, die übernehmen die Gruppenleitung. Das kann in einem guten Team auch noch gut gehen. Wir stellen zunehmend fest, dass die auf einmal stellvertretende Leitungen sind. Und so wie es ausschaut, gibt es auch die Ersten, die über diesen 12-Wochen-Kurs es hin zur Leitung schaffen. Und jetzt sage ich noch etwas zu den jungen Kolleginnen. Sie, Frau Zach, kennen das sicher auch. Es gibt ein Lohnabstandsgebot. Die nachqualifizierten Kräfte werden aufgrund ihrer Tätigkeitsmerkmale eingestuft wie die Erzieherin. Die haben doch, das ist in der Regel so. Sollte nicht sein. Und darum denke ich, wäre es eher mein Appell an Sie alle, aber auch an die jungen Kolleginnen, darauf zu achten, dass Ihre Ausbildung wirklich wertvoll ist, auch wertvoll im Sinne, was Sie an Zeit eingesetzt haben. Und dass genau das nicht passieren darf, dass Hinz und Kunst, der querkommt, gleichgesetzt wird mit der Erzieherin und nicht einmal mehr das ist. Der Inhalt des Ganzen ist auch noch, dass Erzieher sich selber dann nicht mehr bereit finden, in den Beruf zu gehen. Das andere ist nochmal multiprofessionelle Teams. Ich würde mir für meine Einrichtung wünschen, ich hätte über Basiswert oder sonstige Finanzierung die Möglichkeit, mir den Musiker zu holen, die Logopädin oder sonst etwas, die die Qualität der Einrichtung über solche Angebote noch einmal erhöht. Und ein letztes, das geht wieder in die Richtung der Erzieher. Ich bin in der BGW im Ausschuss Prävention und Arbeitsschutz. Und wir haben jetzt ein Problem mit den berufstypischen Erkrankungen. Die haben nämlich bisher in der gesetzlichen Unfallversicherung keine Rolle gespielt, auf Seiten der Erzieher. Und jetzt stellen wir zumindest fest,
weil wir eben auch Erzieher sind zum Teil, die kriechen alle auf den Boden rum. Und die klassischen Berufserkrankungen greifen hier nicht. Aber der Gesetzgeber möchte keinen Ansatz, mal spezifisch hinzuschauen, wo sind denn die berufstypischen Erkrankungen von Erzieherinnen. Weil das eine Absicherung ist für Erzieher im Beruf und im Alter. Also ich würde ganz gerne auf mehrere Fragen soweit antworten, was die familienbezogenen Arbeitszeiten betrifft. Zum Beispiel, man muss sehr wohl unterscheiden, wer ist für was verantwortlich. Und die Politik ist nicht verantwortlich für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und nicht verantwortlich für die Bezahlung. Dafür haben wir auch im Grundgesetz genauso vorgesehen, die Regelung, dass die Tarifvertragsparteien ihre Angelegenheiten selbst regeln und wir haben hier die Möglichkeit, rechtssetzend tätig zu werden. Das vergessen die meisten. Die Politik ist nicht dafür da, für die Entgelte zu sorgen, sondern das müssen die Gewerkschaften tun und die Arbeitgeberverbände. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die Arbeitgeberverbände, sofern sie den öffentlichen Dienst betreffen, sehr wohl mit der Politik verbandelt sind. Aber ich kann nicht auf der einen Seite familienfreundliche Politik verlangen und auf der anderen Seite, wenn ich Arbeitgeberfunktion wahrnehme, diese Arbeitgeberfunktion leugnen und kein Geld hineingeben oder keine Regelungen machen, keinen Anspruch auf Teilzeit oder Ähnliches machen. Und es ist Angelegenheit der Beschäftigten, ihre Arbeitsbedingungen durchsetzen zu wollen. Und das geht über Gewerkschaften. Das ist ganz klassisch und das hat sich über all die Jahre nicht geändert. Was sich geändert hat, ist tatsächlich die Tarifbindung und dass anscheinend manche sagen, sollen doch die anderen für meine Arbeitsbedingungen kämpfen. Das ist, also da muss ich wirklich sagen, das ist die Angelegenheit der Beschäftigten. Und wenn es jetzt darum geht, die unterschiedliche Bezahlung, die Arbeitsmarktzulage, die München zum Beispiel bezahlt, wird nicht refinanziert. Und auch Sie haben, wenn Sie nicht ein kommunaler Träger sind, auch keine Tarifverträge, sondern die muss man durchsetzen und dafür muss es Mitglieder geben. Und wenn aber die Mitglieder nicht der Auffassung sind, dass man dafür kämpfen kann und muss, dann ist das so. Und diese 200 Euro Arbeitsmarktzulage, die wird nicht refinanziert. Obwohl der Arbeitgeberverband es gerne refinanziert hätte, dann müsste er nämlich nicht mit den Gewerkschaften drüber reden. Und es ist natürlich so, wenn ich ja eine starke Position habe, dann hole ich das Beste raus. Und nicht immer sind die Frauen dabei die besten Verhandler gewesen. Und natürlich braucht es dafür Tarifverträge und Tarifverhandlungen. Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel den Basiswert zu nehmen, da fließen laut Sozialministerium die durchschnittlichen Entgelte rein. Und wenn die durchschnittlichen Entgelte halt niedrig sind, dann ist der Basiswert halt auch niedriger und man müsste die ganze Formel natürlich verändern. Aber es ist davon abhängig, wie das tarifliche Entgelt ist. Ja, also da gibt es eine Verbindung dazu, Basiswert und tarifliches Entgelt. Und wenn es um Qualifizierung und multiprofessionelle Teams geht, eine Eingruppierung als Erzieherin geht nur, wenn man die Qualifizierung und die Qualifikation als staatlich anerkannte Erzieherin hat. Und wenn man ein Studium hat, FH oder sonst etwas, dann wird man noch nicht mal bezahlt danach, als wenn. Ja, so. Was natürlich der Arbeitsmarkt alles hergibt, das darf man aber bitte nicht diesen Kolleginnen anlasten, sondern man muss dafür sorgen, dass es abgestimmte Qualifizierungsmodelle gibt, dass es für den Arbeitgeber eine Verpflichtung geben muss, diese Quereinsteiger und berufsfremde Ausbildungen so anzupassen und die während der Arbeitszeit und bezahlt durchführen zu lassen. Das wäre die Voraussetzung und man dürfte solche Quereinsteiger, berufsfremde Quereinsteiger auch nicht refinanzieren.
Und das wird, denke ich, auch nicht gemacht. Und man muss gerade bei der Nachmittagsbetreuung, Mittagsbetreuung, egal wie das aussieht, natürlich auf Fachkräfte pochen. Das muss man den Kommunen ausrichten und man muss sagen, dass man den Anspruch hat. Man lässt doch auch nicht ein Auto reparieren von einem Nichtmechaniker. Man geht doch auch in eine qualifizierte Werkstatt und Ingenieurstätigkeit macht man auch von Ingenieuren. Und das wird anscheinend in der Kinderbetreuung nicht hochgehalten. Und das ist natürlich so, dass man sowohl bei der Kommunalwahl sagen kann, Gemeinderat, Stadtrat, was hast du denn für Ansprüche auf die Kinderbetreuung und auf die Mittagsbetreuung? Und dann ist man möglicherweise auch selbst gefordert, als Bürger das von diesen abzufordern. Jetzt treibt manche schon der Durst und der Hunger und andere Bedürfnisse ein bisschen raus. Ich würde jetzt hier Frau Gärtner, das wäre mir jetzt nur wichtig, hier rechts, dass wir das Mikrofon noch rüberreichen. Und dann haben wir hier noch eine Dame in der Mitte und dann gerne auch noch im Anschluss in geselliger Runde. Es ist immer so schwierig abzuschätzen, möchten Sie noch weiterreden oder wollen Sie lieber raus? Reicht schon, es ist 5:30, wir sitzen seit 2 Stunden. Aber ich denke mal, wir nehmen jetzt noch die 2 Wortmeldungen dran und den Rest dann an den Gesprächstischen. Bitte. Wenn Sie noch 5 Minuten aushalten, bevor jetzt die Tür ständig auf und zu geht, dann verspreche ich Ihnen, machen wir Schluss. Bitte. Hier die Dame in der Mitte beginnt und dann haben wir hier bitte noch ein Mikrofon für die Frau Gärtner im Anschluss. Also ich komme jetzt auch mal vor, weil ich das so komisch finde, wenn ich Sie hören Sie überall. Ja. Erstmal bitte. Wollte ich mich bei Ihnen beiden bedanken. Ich denke, Sie haben uns aus der Seele gesprochen. Schade finde ich es, dass der Herr Halbleib heute nicht da ist, durch den wir erst hierher gekommen sind. Also ich bin die Monika Meier, bin Kindergartenleitung im Haus für Kinder St. Elisabeth, komme aus Kitzingen, Unterfranken. Schade an dieser Stelle, dass wir immer nichts mitbekommen, was hier alles so vonstatten geht. Mein Anliegen ist, denke ich, das, was Sie auch jetzt schon gesagt haben. Wir hatten jetzt erst letzte Woche in Kitzingen Stadtsitzungen mit all diesen Themen, die Sie benannt haben, die uns auch wichtig sind, die ich heute auch hätte mitbringen sollen, die Sie mir aber schon abgenommen haben. Und was uns auch ganz wichtig ist, ich bin mit meiner Kollegin hier, das ist jetzt hier noch gar nicht so zur Sprache gekommen, einmal auf jeden Fall die Bezahlung, auch für die Älteren in unserem Beruf, weil es da keine Steigerung mehr gibt, wenn man mal die Endstufe erreicht hat. Dann bin ich der Meinung, wie die Kollegin hier auch schon gesagt hat, es kann nicht jeder in unserem Beruf arbeiten, weil wir einfach 5 Jahre Fachakademie gemacht haben und es auch mal wertgeschätzt werden muss. Wir hatten die Situation, dass wir auch Fachkraftmangel haben, wir starken. Wir konnten nicht mal eine Grundschullehrerin einstellen, weil sie nur als Kinderpflegerin eingestellt wird. Und das möchte ich jetzt hier auch mal sagen, Fachakademie für Sozialpädagogik, wir sind Studierende gewesen und ich finde, wir müssen uns auch so präsentieren. Und das andere, was uns noch sehr berührt, das ist jetzt hier noch gar nicht angesprochen worden, wir haben sehr viele Flüchtlinge. Das Problem mit den ganzen Migrationshintergründen, also wir haben in der Einrichtung über 70%. Und wir würden uns wünschen, der Wunsch geht jetzt auch nach Berlin, die immer wieder was Neues erfinden, aber überhaupt keine Ahnung haben von der Basis. Mit dem Sprachprogramm, ja, frühe Chancen war noch in Ordnung, jetzt dann Schlüssel zur Welt, eine Lachplatte. Da werden uns Leute vorgesetzt, die uns sagen sollen, wie wir zu arbeiten haben, die uns dokumentieren sollen und uns beratschlagen sollen, was wir machen sollen. Und da der Appell einfach wirklich mal auch, wir brauchen eine Kraft, eine zusätzliche Kraft, die mit den Kindern Deutsch lernt. Wir brauchen keine, der uns sagt, wie wir zu arbeiten haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle mehr auf die Straße gehen. Danke. Danke, gleich machen wir. Ja.
Vielen Dank. Vielleicht kurz, weil Sie gesagt haben, Sie würden gern mehr mitkriegen, was hier im Haus also läuft. Also zum einen natürlich auch gerne über Ihren örtlichen Abgeordneten, aber ich gebe immer wieder nach einer gewissen Zeit so Abgeordnetenbriefe raus. Viele von Ihnen bekommen die wahrscheinlich auch. Wenn Sie den nicht bekommen, aber gerne hätten, dann tragen Sie sich auf ein Kärtchen ein, dann nehme ich Sie in den Verteiler auf, weil ich versuche schon immer so ein bisschen mitzuteilen, was denn hier zu dem Thema Kitas und so weiter beraten und wie man sich so verhält aus den einzelnen Fraktionen heraus. So, Frau Gärtner, bitte. Ja, also mein Name ist Birgit Gärtner. Ich bin jahrelange Kindergartenleitung, jetzt schon in Neumarkt in der Oberpfalz. Und ich möchte mich natürlich bei Ihnen, Doris Rauscher, bedanken, dass wir heute alle mal zusammenkommen konnten und vor allen Dingen auch über die ausführliche Rede. Ich denke, es ist sehr viel darüber diskutiert worden. Und ich denke, dass einfach die gesellschaftlichen Veränderungen mit den Rahmenbedingungen einfach nicht mehr zusammenpassen. Und was ich jetzt aber noch loswerden möchte, ich denke, wir sitzen alle in einem Boot. Wir machen alle soziale Arbeit. Und ich denke, gerade ein sozialer Mensch oder der, was in dieser Branche arbeitet, der hat wahnsinnig viel Empathie. Und Empathie ist sehr wichtig, aber es ist natürlich auch so ein Punkt, dass man da halt in so eine gewisse Situation gedrängt werden kann. Ja, ich mache schon, ich schaffe das, ich kriege das irgendwie, ich bewältige das irgendwie und man schreit halt nicht so auf. Das muss schon lange dauern, bis wirklich jemand aufsteht und mehr oder weniger kundtut, jetzt reicht's, jetzt müssen wir einfach irgendwie die Sache anders angehen. Und ich muss sagen, also ich selber mit noch zwei Mitstreiterinnen aus dem Landkreis Neumarkt, also möchte ich auch gerne aufstehen lassen, das ist einmal die Beate Reisinger. Die ist jahrelange Leitung aus Velburg, Kindergarten Velburg. Und die Beate Rösner ist auch im Kindergarten Passberg tätig. Und wir haben auch gesehen, dass es einfach in unserer Arbeit nicht mehr so weitergehen kann. Und wir haben jetzt vor kurzem einen Brief an Staatsministerin Emilia Müller geschrieben, haben ihr den auch geschickt, haben auch in der Zeitung das bekannt gegeben, dass dieser Brief eben am Weg nach München ist. Die Tageszeitung ist wahnsinnig schnell darauf eingestiegen. Also wir waren in allen Neumarkter Tageszeitungen vertreten. Wir hatten Presseanfragen ohne Ende und und wir haben eigentlich ganz viel Aufregung in diesem Landkreis Neumarkt hervorgerufen. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir uns mehr zusammentun, einfach kundgeben, was einfach nicht mehr passt und uns auch trauen, das der Presse mitzuteilen und vor allen Dingen in die Öffentlichkeit zu gehen. Und mittlerweile ist es in Neumarkt so, also es gibt im Landkreis 60 Kindergärten. Also wir haben jetzt ein Riesengremium an Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Leiterinnen, alles mögliche Personal gefunden, mit denen wir jetzt in ein Netzwerk gebildet haben und uns gegenseitig austauschen und eben auch solche Briefe verfassen und eben auch an die Presse weitergeben. Also wir hören jetzt nicht auf. Wir wollen auf jeden Fall, dass sich was ändert. Und ich denke, da müssen wir wirklich alle zusammenhelfen. Wir sitzen alle in einem Boot und wir wollen alle eine Verbesserung. Und deswegen, sage ich einfach aufstehen und los und wir packen es gemeinsam an. Ja. Ich wollte, dass Frau Gärtner kurz zu Wort kommt, weil ich denke, das ist schon eine gute Initiative, dass Sie wirklich lautstark nach außen gehen. Und Neumarkt ist ein Beispiel dafür, dass das dort wirklich vor Ort sehr gut funktioniert hat. Dennoch ersetzt es natürlich auch nicht die Organisation über Gewerkschaft oder so. Aber es ist eine weitere Möglichkeit, sich einfach Gehör zu verschaffen.
Genau. Und es ist auch, wir hatten im Vorfeld ein Gespräch und es ist so der Gedanke entstanden, also wenn jemand von Ihnen auch Interesse hätte, irgendwie sich in so einem Netzwerkbündnis oder so einzubringen, was auch immer da dann vielleicht daraus entstehen könnte, der könnte das auf so Herzenskärtchen draußen eintragen, Interesse am Bündnis und dann halt die Kontaktdaten und einen Namen, weil dann könnte man da für die, die Interesse haben, immer einen Verteiler aufbauen und schauen, ob das eine weitere Idee wäre, sich da tatkräftiger noch einmal einzusetzen für die Forderungen. Jetzt habe ich hier das Versprechen, wirklich nur zwei Sätze so ungefähr, und dann würde ich nämlich wirklich diese Runde beschließen und bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und für diese lange Zeit jetzt. Haben wir hier noch kurz ein Mikro oder ich gebe Ihnen meins einfach, das ist jetzt vielleicht schneller, weil es der kürzere Weg ist. So. Genau, ich hätte ja eine Aufforderung an alle Fachkräfte, die jungen Erzieher nicht immer auszubremsen. Wir sind so aufgewachsen, da ist schon dieser gesellschaftliche Umschwung angekommen, dass wir für unsere Bedürfnisse und Sachen einstehen wollen. Bitte von Anfang an und von Anfang an auch mehr Gehalt fordern, an alle Träger auch. Und das ist auch gut so und auch für die Eltern, die sollen deswegen nicht weniger verdienen. Bitte bremst nicht die Jüngeren aus. Dankeschön. Ein Appell des Zusammenhalts. Da so, muss vielen ich Dank. Aber, Entschuldigung, da muss ich wirklich was dazu sagen. 2009 wurden die jungen, frischen Erzieherinnen auf ein Entgeltniveau gehoben, das die älteren Beschäftigten ermöglicht haben. Und die älteren Beschäftigten, ja, die älteren Beschäftigten haben damit verknüpft und verbunden, dass die Jüngeren in den nachfolgenden Tarifrunden, also 2015 und jetzt dann auch 2019 und 20, für die Älteren auch in die Bresche springen. Ja? Also man muss immer sehen, woher sind diese Jüngeren gekommen, EG6. Das ist ein ganz anderes Niveau als das, was heute möglich ist. Auch für die Leitungskräfte, ja. Aber ich bitte wirklich, die Jungen sollen sehen, dass jemand für sie schon mal gekämpft hat und die auch erwarten, dass für sie mitgekämpft wird. Ja, das ist genau, ja. Also die beiden jungen Kolleginnen hier haben jetzt auch fleißig genickt und mitgeklatscht. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht ihr Ansinnen da irgendwie. Sondern ich würde sagen, wenn wir nicht das Problem hätten, dass wir insgesamt so weit unten anfangen, dann müssten wir auch nicht hier den Euro umdrehen, wer irgendwie bei welcher Tarifrunde ein bisschen mehr oder weniger kriegt. Also wir sollten einfach von Haus aus mit einem ganz anderen Niveau einsteigen. Das stünde Ihnen allen auch wirklich zu. Und ja. Jetzt möchte ich noch, Frau Zach, die sind für Sie, einfach ganz herzlich Danke sagen, ein Frühlingsgruß. Ja. Danke. Und dann freue ich mich auf weitere Gespräche jetzt draußen. Ich bin noch eine ganze Zeit da, so lange wie Sie wollen und so lange wie Sie können. Und jetzt lassen wir uns erstmal gut gehen. Schön, dass Sie da sind. Begeben Sie sich raus in den steinernen Saal und genießen Sie noch die Zeit hier im Maximilianeum. Danke.